Brutus sieht nicht aus wie ein Brutus. Brutus sieht aus wie ein Ash. Oder ein Basic Shonen Charakter. Leot Clapp. Hallo Prani. Hallo Lucien. Eigentlich wäre ich gar nicht online gekommen, aber dann ist mir aufgefallen, dass der Lichtschlitz mich zu sehr nervt. Deswegen nehme ich heute Nacht das Gen 7 Video auf. Oder sobald es dunkel ist. Und so lange will ich endlich dieses Spiel hier durchspielen. Warum hat er kein Kampf-Pokémon, sondern ein Sichlor? Ein neues Mikro? Ja, so seit 2 Wochen. Aber danke, dass du mich anguckst, dass es dir nicht auffällt. Ist okay. Hallo Dave. Cool, Brutus vernichtet mich instant. Gar keine Chance. Mystery Attack macht eine Attacke mit jeglichem Schaden. Das heißt, ich könnte, wenn ich Glück habe, dieses Sichlor einfach one-shotten. Das stimmt gar nicht, Prani, du warst gestern da. Und vorgestern und vorvorgestern. Im Herzen. Iveltal für Dave. Und Lucien ist ein Weherba. 10 Damage. Das hat funktioniert. Aber es schläft, stimmt. Es macht random Schaden plus ein random Ding. Status. Hallo Kühner. Was ist mit diesem 10? Jetzt ist es nicht mehr schläft, sondern es ist verwirrt. Ist es gut? Ist Schlafen besser? Nee, verwirrt sein ist besser. Come on! Hey, geil. Pokémon Y Remake confirmed, sagst du? Ja. Hast du hoffentlich aufgegeben inzwischen wegen dem Zeraora? Es soll einfach nicht sein. Komm jetzt. Warum macht er da und 10 Schaden? Sollte der nicht. Ja, jetzt macht er 20 Schaden. Hat das funktioniert mit dem Shiny Zeraora? Nein. Ich habe keine Ahnung, warum ich 2 habe. Ich kann es mir nicht erklären. Weil Dave hat es versucht nachzumachen und Dave hat die gleichen Bedingungen wie ich. Aber es sollte nicht funktionieren. Und dieses Sichlor hat sich tatsächlich umgebracht. Wie geil. Mew King. Oh, noch ein Sichlor. Shit. Ich habe so viele andere gute Pokémon. Komm, paralysiert. Okay. Hallo Philipp, warum hast du keinen kleinen Finger, Prani? Was ist mit deinem kleinen Finger passiert? Hallo Maurice. Ich wüsste nicht, wie man es triggern sollte. Ja, das mit dem Datum funktioniert nicht. Und mit Spielstand verknüpfen hilft auch nicht. Das Einzige, was ich halt glaube, ist, aber das hast du ja dann bewiesen, dass es nicht so ist, dass es bei Mauri nicht funktioniert hat, weil Mauris Account es nicht gemacht hat. Somit ist da hinterlegt in Home oder sonst irgendwo, du hast nicht mitgemacht. Während bei meinem komplett neuen Home-Account das nicht registriert ist, weil der da noch gar nicht existiert hat, der Home-Account. Was aber auch keinen Sinn macht, weil wie jeder Home-Account, der danach gemacht werden sollte, sollte eigentlich gar nicht funktionieren.
aber mein Hart funktioniert. Ich weiß es nicht. Dafür müsste ich in Erinnerung haben, wann und wie ich diesen Home-Account kreiert habe. Hallo Klicks. Dieses Mew macht alles fertig. Das ist so geil. Brot ist halt so ein Pech. Hey, warte mal, was kann mein geiles Hypno? If a Clefairy Doll is your active Pokémon, it may use any attacks Hypno has enough energy. Geil. Ich kann einfach eine Pokepuppe nehmen und die Pokepuppe kämpft für mich. Hab ich nicht. Aber wir haben eine Mystery Attack von 10 Schaden. Und es ist vergiftet. Oh mein Gott, dieses Mew ist so killer. Weißt du noch, mit der Switch, die nicht mehr funktioniert hat? Ja. Hallo Lurky. Du hast dir am Montag volle Kanne in die Fingerbeere reingesäbelt. Die Fingerbeere? Und als es nicht aufhört zu bluten, musste ich halt doch zum Arzt. Jetzt ist er mit Klammerpflastern fixiert und verbunden. Autschi. Schade, es hat lang durchgehalten, unser Mew. So lange. Jetzt ist es tot wieder. Das. Gut, es hat keine Chance. Ich habe mir auch mal so tief in den Finger geschnitten, aber noch nicht mal geschnitten. Warte, welche Stelle war das? Ich habe mir nämlich nicht geschnitten. Ich habe irgendwo im Bad in München noch, also vor langer Zeit, habe ich nach was gegriffen in den Schrank und unser Schrank, es war einfach so ein Regal, aber aus Metall. Dann habe ich ganz schnell meine Hand aus dem Schrank wieder zurückgezogen, weil ich das, was ich rausholen wollte, in der Hand hatte. Und bin an den Schrank gekommen, der aus Metall ist und super spitz an allen Seiten und habe mir volle Kanne in den Finger gesäbelt und das hat ohne Schmarrn 48 Stunden lang nicht aufgehört zu bluten, aber ich bin nicht zum Arzt. Und man sieht die Narbe noch, aber ist nicht schlimm. Aber es war so tief. Aber dann habe ich mir doch in den Finger gesäbelt. Dann habe ich mir auch irgendwann in den Finger gesäbelt, so wie du, und es wollte auch nicht aufhören zu bluten, aber ich bin auch nicht zum Arzt. Was soll denn passieren? Soll ich am Finger verbluten? Als wäre ein Tod, für den ich stehen könnte. Hallo Beast. Hab zwar einen neuen Akku, aber beim Föhnen ist der USB-Port kaputt gegangen. Wie, das heißt, du hast jetzt einen Akku drin, aber keine Möglichkeit, den Akku aufzuladen, weil du den USB-Port kaputt gemacht hast mit deinem Föhn? Ujemine. Aber, besser als aufzugeben, du hast es jetzt probiert. Jetzt musst du halt als nächstes einfach den USB-Anschluss reparieren. Und du hast super viel bei dem Projekt gelernt und wenn das nächste Mal eine Switch kaputt geht, weißt du, wie es besser geht. Also kannst du es jetzt besser. Uwe, Dankeschön für 51 Monate. Dankeschön. Eigentlich bin ich echt nur da, um hier eine Psychoenergie zu holen. Eieiei. Hallo Erster, ich habe deinen Tweet gesehen, dass du dir auch Brutalanda Level 9 geholt hast. Und ich war entzürnt, dass du 2 nach 15 Minuten bekommen hast. Warum hast du nach dem ersten aufgehört? Also nicht aufgehört. Warum hast du weitergemacht? Warum hast du 2 Level 9er in 15 Minuten bekommen? Wie geht das? Weißt du, dass ich da 5 Stunden dran saß? Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Pech hatte. Was hast du für ein krasses Glück gehabt? Aber super cool, dass du es auch gemacht hast.
Ja, so wie sie Meloetta verteilt haben, wäre einfach cool, wenn sie es weitermachen würden. Und wenn die Switch 2 kommt und dann ist es so ein übergreifendes System und so, was es ja auf jeden Fall wird, dann funktioniert es bestimmt mega gut. Aber ich hoffe, sie machen es nicht zu viel, sodass es... Man soll nicht alles kriegen können, das wäre zu einfach. Okay, hat jetzt dieses Kadabra eine Psychoresistenz? Ja, shit. Ich habe nur Psycho-Pokémon. Wie soll ich dieses Kangama besiegen? Ich habe nur Psycho-Pokémon. Die RNG ist einfach durchgebrannt gestern. Sehr gut. Level 9 Brutalanda in 15 Minuten zweimal. Beast, du bist dieses Scarabeus-Ding. Prani, du bist ein Stern, du. Das passt doch, oder? Lurky, du bist ein Fukano. Und... Oh, ein Shiny. Yuntha, du bist ein Pepek, aber ein Shiny. Wie besiege ich denn dieses mächtige Kangama jetzt? Fuck me. Warte mal, was macht mein... Don't apply weakness and resistance. Oh mein Gott! Hypno hat Mindshock, was keine Resistenz, was ignoriert Resistenz. Wie krass bin ich? Ich bin der krasseste TCG-Spieler in ganz... Twitch? Bestimmt nicht. In diesem Moment, der gerade live ist mit TCG Teil 2. Oh mein Gott. Mich selber fertig mache. EU West? Ich habe sogar Fotos gemacht von denen und die gepostet in einem Discord, in dem ich drin bin, damit die Leute nicht denken, ich denke mir das alles aus. Jo, ich glaub dir das. Ich habe schon gedacht, als ich dann weitergelesen habe und dann habe ich auch noch ein Shiny bekommen. Ich dachte mir so, du hast ein Shiny Brutalanda gekriegt. Weil das ist echt gut machbar. Also ein Shiny Level 9 Brutalanda. Es ist jetzt nicht... so unmöglich. Es geht ganz gut. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das jemals machen werde, weil das schon ein bisschen frustrierend. Wenn, dann mache ich es ohne Parasect, weil Parasect hat mir das Ganze kaputt gemacht, weil ich dauernd Angst haben musste auf Sporenwirt. Ich vernichte Brutus hier, ey. Oh mein Gott. Ich spiele das halt echt durch. Also ich sollte... Nee, was ist da? Kadabra? Auch Mindshock. Ist es dann das gleiche Mindshock wie... Tatsächlich, mein Schock, wie das Hypno. Mein Gott, wie krank sind diese Rocket-Karten. Also ich habe das Gen 7 Video fertig geschrieben. 2 Tage habe ich gebraucht, um das zu schreiben. Und dann, jetzt Energy doch nicht meine Removal, Mann. Und heute will ich das Video aufnehmen. Aber dann ist mir eben aufgefallen, dass dieser helle Schlitz da hinten aus dem Fenster mich nervt. Also hier warte ich mit dem Aufnehmen, bis es dunkel wird. Und dann schneide ich es heute Nacht. Also heute Nacht wahrscheinlich kein Zelda, sondern ich fange lieber an, das Video direkt zu schneiden. Mir ist bewusst geworden, wie wenig Zeit ich noch dieses Jahr habe, um den Origin Dex fertig zu machen. Und ich muss es doch dieses Jahr schaffen. Wobei, ich muss gar nichts. Vielleicht wird es auch einfach nicht fertig. Vor allem, weil der ist ja Legends Arc jetzt auch noch mit drin, ey. Shiny Brutalanda hätte ich nicht überlebt. Ich wäre auf der Stelle einfach verendet. Ah. Oh. Schon wieder ein Zelda? Wie schon wieder ein Zelda? Ich habe gestern bis zu den Zoras gespielt. Und bin jetzt im Zora-Tempel. Ist echt gut gemacht.
Schon wieder kein Zelda. Ich habe letzte Nacht Zelda gespielt. Als du im Krankenhaus lagst mit dem Finger. Aber ändert sich das nie? Ist Jet Force Gemini einfach nur ein Kreis? Bonus. Diesen Brutus habe ich ja sowas von fertig gemacht. Mein Mew, großartig. Mein Hypno, großartiger. Dieses Mewtwo ist abnormal. Dieses Mew ist auch richtig gut. Alle. Hast du einen neuen Fernseher? Nein. Ihr schaut mich nie an. Ihr seid jeden Tag hier und dann sagt ihr immer diese komischen Sachen, was mir einfach zeigt, dass ihr hört mir nur zu, ne? Ihr reduziert mich auf meine Stimme und guckt mir nie in den Stream. Hast du einen neuen Fernseher? Wie habe ich einen neuen Fernseher? Was meinst du? Was ist das? Goop Gas Attack. Bidim. Ich glaube, jetzt kommt ein wichtiger Kampf, der verpassbar ist, beziehungsweise ich darf ihn nicht verlieren, eventuell. Beziehungsweise ich glaube, wir können jetzt eine Challenge Roll machen, die auch verpassbar ist. Ja, tatsächlich. Soll ich mein geiles Psycho-Team behalten? Aber was fehlt mir hier? Claim Bills Computer from the second GR Challenge Hall Event. Das ist die, genau, die ist verpassbar. Die andere, die noch verpassbar ist, ist Ronald defeaten, aber das war wahrscheinlich kurz vor Schluss. Das war's. Nur noch zwei verpassbare Trophäen, dann muss ich keine Angst mehr haben. Okay. Ich sehe Menschen generell nicht gerne in die Augen, das macht mich nervös. Weißt du, was das für ein Zeichen ist, medizinisch gesehen? Nein, ich verstehe das. Du weißt doch, dass ich während den Streams zu 98% schlafe. Dafür redest du aber sehr viel über Gengar in meinen Streams, dafür, dass du immer schläfst. Du bist von Gengar kontrolliert. Im Schlaf, Traumfresser. Hallo Hamke. Active Pokémon. Krankes Mew, krankes Mew. Nehmen wir zuerst das andere kranke Mew. Dieses eine Mew, was ich jetzt als erstes habe, kann nicht angegriffen werden von entwickelten Pokémon, was jetzt in der ersten Runde ein bisschen schwachsinnig ist. Aber zumindest kann es sofort angreifen. Aber dieses Mew kann nicht angegriffen werden von entwickelten Pokémon. Und die Karte habe ich jetzt dreimal, weil die Karte bekommt man nur, oder unter anderem, wenn man 10-mal hintereinander Kopf wirft. Und ich habe 10-mal hintereinander Kopf geworfen, die Karte gekriegt und das ist mir 2-mal noch passiert danach. Ich habe dreimal hintereinander jeweils 10-mal Kopf hintereinander gewürfelt. Und deswegen habe ich 3 von diesen krassen Mew-Karten. Ich habe ein Video davon. Aber dafür habe ich 300-mal davor Zahl gewürfelt. Dieses Shiggy ist auch scheiße, weil dieses Shiggy braucht kein Wasser, um sich zu verteidigen. Und ich habe Psychoschock. Paralyse. Haha. Oh, erster, vielen Dank für 2 Monate. Du hast 6 Monate im Advanced subscribed.
Warum machen das zurzeit alle? Ist es immer noch runtergesetzt? Dankeschön. Die Artworks auf den Karten. Oh, pass auf, da gibt's ein paar zum Totlachen. Voltoball, Onyx. Sehen großartig aus. Aber wenn man die vergleicht mit den echten Karten, die sehen halt wirklich so aus. Man denkt immer, okay, die haben es nicht geschafft, mit den wenigen Pixeln das darzustellen. Doch, die Karten sehen so abgefuckt aus. Aber das Shiggy sieht doch eigentlich ganz süß aus. Wir finden bestimmt gleich eine Karte. Voltoball ist, glaube ich, die unverschämteste von allen. Oh mein Gott. Ich crushe. Ich habe das halt letzten Monat wegen dem September gemacht. Ja, ja, genau. Da war es ja noch. Ja, ja. Ich habe Rabatt und die Emotes sind einfach gut und es unterstützt 1A Content. Vielen, vielen Dank. Ich muss wieder ein Hypno kriegen, wie auch immer. Doch, Hypno kann ich mir raussuchen, indem ich Computer Search mache. Oh mein Gott. Ich werde wieder das unschlagbare Hypno haben. Oh mein Gott, Mew. Ich schraube meine Switch jetzt, während ich den Stream schaue, auf. Ja, also der USB-Anschluss ist natürlich am Motherboard befestigt. Und da hast du so krass deinen Föhn drauf gerichtet, dass die Verbindung geschmolzen ist? Das kann eigentlich gar nicht sein. So einen heißen Fan hast du gar... Also, so einen heißen Föhn hast du doch gar nicht, dass eine Verbindung auf dem Motherboard schmilzen kann. Also klar kannst du Sachen beschädigen, die aus Plastik sind oder sowas, aber doch nicht die Verbindung an sich. Ich kill jetzt dieses Shiggy. Apropos Shiggy, Taylor, du bist ein Shiny Shillock. Und ich habe es tatsächlich allein mit Paralyse dieses Shiggy vernichtet. Vielleicht hast du einen Flammenwerfer benutzt, ja. So alles aus so einem verkokelt, nur der USB-Anschluss ist noch da, aber er ist halt nicht mehr befestigt. Hypno, ich habe Hypno sogar gezogen. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Ich soll diese Taktik mit der Poképuppe mal ausprobieren. Und fort. Noch ein Mew. Oh oh. Hat der Leo heute schon den Hintern gelüftet? Ja, ich war wie immer jeden Tag spazieren. Habe den Hintern gelüftet. Paralyse. Amke, du bist ein Ditto. Und Erster, du bist ein Golbat. Glumander, du wolltest das nicht anders. Ultimative Waffe. Hypno. Hypno ist eigentlich nicht so stark. 30. Aber es ist Hypno. Soll ich mir einen Fleckmon holen? Nee. Okay, Glück gehabt. Ich gehe zurzeit jeden Tag raus, weil ich keine Ahnung. Das ist jetzt so schön, also es war schon davor schön, wo ich gelebt habe, aber immer jetzt. Davor gab es halt keinen schönen Ausblick von der Wohnung aus. Und jetzt, wenn ich ins Wohnzimmer gehe und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe einfach das Meer und wenn dann auch noch Ebbe ist und wenn dann auch noch schönes Wetter ist, aber selbst wenn nicht, ich verspüre so den Drang, da rauszugehen und einfach das Meer entlang zu laufen, mir einen Kaffee zu holen und wieder zurückzukommen, was eine halbe Stunde dauert. Obwohl ich keine Zeit habe, obwohl ich kein Geld ausgeben will für einen Kaffee, obwohl all diese Sachen, aber ich verspüre so den Drang, da rauszugehen, weil es fast so wie ein verschwendeter Tag wirkt, wenn ich
nicht einmal das genossen habe, dass ich buchstäblich am Meer lebe. Deswegen ja, ich gehe echt zurzeit jeden Tag raus. Ich mache bald das Video, was ich seit Ewigkeiten versprochen habe. Ich habe ja gesagt, weil wir umgezogen sind, mache ich ein Video auf Patreon. Das geht nicht alle was an. Wie unsere Wohnung jetzt aussieht und so. Wie wir sie eingerichtet haben. Mein Raum hier und so. Wie dekadent wir leben. Warum ist mein Hypno fast tot? Das ist eine Unverschämtheit. Hypno hat Besseres verdient. Kann sie einen Hund holen? Wir dürfen keinen Hund haben. Dann kannst du raus, ohne Geld für einen Kaffee auszugeben. Aber ich will ja den Kaffee. Ich könnte nur lernen, mir selber so einen Kaffee zu machen, der genauso schmeckt. Aber irgendwie kriegt es nicht hin. Ja, wir dürfen keinen Hund haben. Dafür müssen wir umziehen. Nur die blinde Person darf einen Hund haben in dem Komplex hier. Ist voll unfair. Das ist das Erste, was ich gesagt habe. Hä, der darf einen Hund haben und wir nicht? Ja. Leopold, ja, darf er. Verdammt. Warte, Mieter braucht 3, oder? Ich kenne die Karten inzwischen so gut. Mystery Attack, los! Der Schaden ist noch nicht mal das Gute. Das Gute ist, dass es jetzt... Oh, schade. Dass es einen Statuseffekt bekommt. Oh nein. Oh nein. Hallo Marco. Dann kostet der Hund nicht weitaus mehr wie ein Kaffee. Ja. Ein Kaffee. Minimal. Aber Rosa will unbedingt einen Hund. Die muss das alles übernehmen. Es ist dann ihr Hund. Und ich bin nur der, der dann genervt sagt, ah, na gut, dann gehe ich halt raus mit ihm. Hunde geben dir mehr Liebe als ein Kaffee, aber auch mehr Dreck, mehr Lärm, mehr Haare. Ich bin Katzenmensch. Ich hätte ja am liebsten eine Katze. Weil es einfach ist. Muss sich nicht wirklich kümmern. Also schon, aber halt nicht so viel wie bei einem Hund. Katzen haben Charakter. Wer hier ist ein Hundefan? Habe ich mich jetzt... Ich mache mich jetzt extrem unbeliebt bei euch. Aber das ist okay. Weil mein Mew macht jetzt eine 20er-Attacke und macht somit 40 Schaden. Ich habe, glaube ich, gar kein Alpollo. Nee. Hoho, tatsächlich. Easy win. Noch 2. Egal, du darfst eh nichts von beiden halten. Ich habe schon 2 Haustiere, ich brauche nicht mehr. Aber irgendwann werden wir einen Hund haben, weil Rosa ohne Hund lange nicht... Also Rosa hält lange nicht mehr ohne Hund aus. Du hast auch ein paar Katzen. Ich hatte meine Kindheit halt immer 2 Katzen. Die waren perfekt, die haben nichts gebraucht. Die haben gemacht, was sie wollten. Und sie waren cool. Dann kauf ihr einen Hund. Ich kann nicht. Aber zum Glück hat sie jetzt langsam Bock auf Rottweiler. Und bei Rottweiler bin ich am ehesten noch nice, weil Rottweiler haben keine langen Haare. Rottweiler sabbern nicht so sehr. Rottweiler sind relativ cool. Rottweiler 10 von 10. Schon, gell? Hat jeder Respekt vor mir? Hatten wir früher auch immer. Wie immer. So viele Rottweiler. Ich wollte auch als Kind immer eine Katze, aber meine Mutter hatte Angst, dass sie die Möbel zerkratzt. Dann hat sie sich einen Hund geholt und der hat als Welpe an allen Möbeln rumgekaut. Wieder das Killer Mew, let's go.
Außerdem, wenn, dann kaufen wir keinen Hund, sondern wir gehen zu so einem Zwinger und holen einen. Ich kaufe doch keinen Hund, der extra gezüchtet wurde. Es gibt zu viele Hunde. Vor allem nach Corona gibt es anscheinend viel zu viele Hunde, weil alle sich gedacht haben, ich bin allein, ich brauche einen Hund. Oh, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr auf den Hund. Jetzt, wo ich wieder raus darf. Deswegen gibt es so viele Hunde auf einmal. In den... Wer ist das? Zwinger. Zwinger klingt so negativ. Ich habe das Gefühl, Evoli hat eine Schwäche, hat eine Resistenz gegen Psycho. Oh no. Wo ist mein Traumato? Oh no. Komm schon. Tierheim. Zwinger. Wollt ihr den in Deutschland oder in Irland? Zwinger. Shelter. Warum sollen wir den in Deutschland holen, wer der dann hierher geschippt werden muss? Ist nicht einfach, vor allem wenn es der erste Hund ist. Ja. Deswegen wollen wir, also können wir eigentlich erst einen Hund haben, wenn wir ein richtig großes Grundstück haben hier. Also wo auch ein Hund reinpasst, der groß ist. Weil, wenn, dann großer Hund. Ich verliere. Ich verliere gewaltig. Zwinger ist auch mein Lieblingsland. In Spanien haben sich alle einen Hund geholt, damit sie rausgehen konnten. Stimmt, das ist ja so eine Entschuldigung. Weil du durftest immer raus. Wobei, stimmt, vielleicht in Spanien durfte man gar nicht raus. Du durftest ja nur nicht. Also wir hatten, was war bei uns? Und zwar, ich glaube, 5 Kilometer Umkreis, den wir gehen durften. Für nicht essentielle Sachen. Come on! Eine Bekannte von mir hat jetzt richtig Stress mit Anzeigen und ihrem Vermieter, weil sie einen Hund aus dem Tierheim geholt hat und der viel bellt, wenn sie nicht zu Hause ist. Ich meine, ja. Da bin ich ehrlich gesagt, also ich bin nicht auf der Seite des Vermieters, aber wenn ein Hund die ganze Zeit bellt, das ist als Nachbar halt super nervig. Trainier deinen Hund. Sei mehr zu Hause. Nimm den Hund mit. Besorg einen Hundesitter. Ein Hund heißt nicht, dass du einfach den alleine... Wenn du einen Hund dir holst, musst dir bewusst sein, dass du den nicht alleine lässt. Und wenn der bellt, dann sorgst du dafür, dass er nicht bellt. Indem du ihm es beibringst, nicht zu bellen. Auf ganz nette Art und Weise. Paralyse! Come on! Aber wisst ihr, wie das eigentlich ist? Wenn ich jetzt einen Rottweiler habe, und der Rottweiler ist der süßeste, netteste Rottweiler, aber irgendwie kommt jetzt ein Kind zu dem und schlägt meinen Rottweiler. Und mein Rottweiler verteidigt sich bloß. Das ist jetzt ganz komisch, wie ich die Story anfange. Aber ich habe das nur gestern gefragt. Wie sehr bin ich als Halter von dem Tier... Also natürlich bin ich verantwortlich für das Tier. Aber wenn ich jetzt natürlich einen Kampfhund habe, der trainiert ist und der greift einfach ein Kind an, oh mein Gott, ja, dann habe ich verdient, so ungefähr ins Gefängnis zu gehen natürlich. Aber wenn jetzt mein Hund quasi provoziert wird und Selbstverteidigung begeht. Wie sehr bin ich als Halter eines Rottweilers dann im Arsch? Egal, der Hund darf sich trotzdem nicht verteidigen gegen Menschen, werden dann leider häufig eingeschläfert. Ja, aber was ist mit mir? Meine Frage, das ist klar. Die Frage ist, wie schuld bin ich als Hundehalter
Also, man kann einfach gucken, was passiert ist mit Leuten, aber sind die Leute, die, wo der Hund Kinder angegriffen hat, sind die im Gefängnis heute? Kommst du eine Anzeige wegen Körperverletzung? Weil mein Hund sich verteidigt hat? Ich will keinen Hund. Du wirst nicht eingeschläfert. Okay, das war meine Frage. Dankeschön. Meine Güte, mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Werd ich eingeschläfert? Du bist der Besitzer und verantwortlich. Geldbuße? Nicht mehr als Geldbuße. Meinte ich ja damit, dass es schwierig sein kann, einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Die sind leider oft verhaltensauffällig und nicht für Anfänger geeignet. Ja. Aber dann arbeitet man halt an diesem Hund. Ich werde mir sicher keinen Hund holen, wenn es 1000 Hunde in Tierheimen gibt, die einfach gerettet werden können. Dann arbeitet man halt mit dem Hund. Einen Hund sich holen heißt nicht, dass man eben eine Katze sich holt. Und das heißt auch nicht, dass man sich eine Eidechse holt. Es heißt, dass man tatsächlich ein Kind sich holt. Dass das fucking aufwendig ist. Deswegen bin ich ja für Katzen. Deswegen, ja, wenn du dir einen aus dem Tierheim holst, ist das wahrscheinlich am Ende mehr Geld und mehr Arbeit. Aber du tust auf jeden Fall was Besseres, als den Tausendsten aus dem Nichts herbeizuschaffen. Wenn es genug Hunde auf der Welt gibt. Bei ganz schlimmen Fällen gibt es was auf Bewährung, der Rest muss schon Vorsatz sein für eine Gefängnisstrafe. Krass eigentlich, oder? Krass eigentlich, oder, dass der Besitzer von so einem Kampfhund... Naja, aber wenn es wirklich halt, wie du sagst, wenn es Vorsatz ist und so, wenn es wirklich einer ist, der darauf trainiert ist und so, dann gibt es wahrscheinlich schon harte Strafen. Aber oft kann man wahrscheinlich sehen, dass es ein Unfall war. Das ist dann so ein weiterer Faktor, wo ich dann Angst hätte, einen großen Hund zu haben. Weil was ist, wenn der auf einmal halt auf einen Schlag, weil jeder ist irgendwie, kann mal einen schlechten Tag haben. Mein Hund kann auch mal einen schlechten Tag haben. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon verloren. Nochmal bitte. Es kommt ein Hundetrainer, der mega teuer ist und der Hund muss jetzt aus irgendeinem Grund einen Maulkorb tragen, der ihm die ganze Schnauze wundscheuert, damit er nicht mehr bellt. Irgendwie zu wenige Erstentwicklungen in meinem Deck. Basis bei Base-Pokémon. Dann doch lieber ein Hamster. Ja. Ja, oder gar nichts. Ich muss mich genug um mich selber kümmern. Schon anstrengend, alle 3 Tage zu duschen. Dieses Mewtwo ist so abnormal krank. Oft ist es fahrlässig oder grob fahrlässig, es ist in der Regel immer gefährliche Körperverletzung, weil zumindest hier in Deutschland Hunde als Sache gelten und wenn du jemanden mit einer Sache verletzt, ist es gefährlicher. Ja. Was ist Psycrash? Ist es... Es ist, glaube ich, die Energie, die auf dem Gegner ist. Ach, die Psychoenergie, die auf dem Gegner liegt. So viel Schaden mache ich. Was jetzt bei Elektro ein bisschen schwierig ist. Schade. Du könntest das Duschen auf 3x im Monat reduzieren. Stimmt, aber hast du im Endeffekt mehr Arbeit.
Tiny, du bist ein Solgaleo. Und hallo Solem Slap. Dankeschön für den Raid, hallo. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's die Fünferbombe. Wenn Leo dem Hund genauso viel Liebe gibt wie seinen Shinies, tut er mir jetzt schon leid. Wie gesagt, Rosa will den. Das ist dann Rosas Hund. Und ich bin dann der, sich dann verliebt, obwohl er nie wollte. Knapp, knapp, knapp. Hallo Sanjala. Slap, was geht? Pokémon TCG 2 geht. Kennst du das? Okay, noch eine und dann habe ich die Trophäe. Ich glaube, das ist ein Wassermensch. Es ist so OP, dass man einfach speichern kann zwischendrin. Ich war nie ein Pokémon-Kind, bin leider voll raus. Wie bist du denn hierher gekommen? Das Einzige, was ich mache, ist Pokémon. Was habt ihr denn dann heute gemacht? Wenn du Pokémon so sehr hasst, abgrundtief aus deinem Herzen heraus. Können doch auch nichts dafür. My BF never wanted a dog. Now look what happened. Hast du absichtlich Dog und God jetzt falsch geschrieben? Katzen sind Gods. Du hast heute Lorcana gezockt, ein Kartenspiel von Disney. Ich konnte mit Disney nie was anfangen. Ich bin da leider voll raus. Disney war das mit den gelben Menschen, ne? Das ist mir suspekt. Wie ist dir das suspekt? Ice Punch. Was, warum? Oh mein Gott, dieses Rosana braucht Wasserenergie. Oh, ich bin so blöd. Ich habe ein sinnloses Pokémon im Deck. Oh nein. Well, done. Also die Simpsons? Nee, halt hier Disney mit dem einen, der mal No sagt und der einen Frau mit den langen blauen Haaren, die halt bei Disney Channel und so Disney halt im Vergnügungspark rumlaufen. Die Rosana-Karte, hallo, sie steht an einer, ich glaube, am Meer mit Palmen. An einem Sonnenuntergang. Ich kann nichts tun gerade. Kadabra, da Kadabra. Ich bräuchte ein Abra, bitte. Oh, das andere Jinx kann ich benutzen, oder? Ja. Und was ist mit dem Ashley? Fright nochmal. Achso, es darf keine Trainerkarten benutzen. You're shooked. Disney ist Mickey Mouse und Freunde. Stitch, Rapunzel. Sollte doch ein Begriff sein, oder? Achso, hier mit. Warte, was war das? Wie hieß es nochmal? Dieser Film jetzt, der noch rausgekommen ist, mit dem Roboter. Alter, nee, One Piece. Das ist Disney, stimmt. One Piece war's. Mit den Piraten. Das war Disney. Die anderen, die du gesagt hast, kenne ich nicht. Was ist passiert? Warum? Du hast mir eine Energie weggenommen, Cody.
Vielleicht sollte ich doch meinen Frightened Ghastly holen. Mein Lieblings-Disney. Du Troll. Wir spielen hier auf jeden Fall Pokémon. Das ist die Serie, wo sie auf RTL 2 immer gerufen haben. Los, Digitation! Und dann wurde aus so einem Dino, so ein Skelett-Dino. Und irgendwie war in der Serie, glaube ich, auch so ein Junge, der nicht älter wurde, obwohl er eigentlich alt ist, aber der war sehr jung und hat dann immer Leute mit einem Betäubungspfeil in den Hals geschossen. Das war voll brutal eigentlich. Aber wisst ihr, was wir letztens kurz angeschaut haben? Also Dandadan natürlich, großartig. Aber auf Netflix gibt es jetzt auch ein Remake von Ranma 1/2. Und man sieht keine Boobies. Hallo, das war meine Kindheit, auf RTL 2 Ranma 1/2 anzuschauen und die ganze Zeit wird dieses Kind einfach oben ohne gezeigt. Hallo, ich war ein Kind damals. Man sieht schon Bubas, jetzt im neuen Ranma 1/2, aber nur die Umrisse? Ist voll komisch. Es sieht irgendwie seltsamer aus so, als wenn sie es gar nicht zeigen würden. Weil sie zeigen einfach Ranma oben ohne, aber ohne Nippels. Aber man sieht komplett oben ohne, nur ohne Nippels. Es sieht voll komisch aus. Sieht aus wie eine Schaufensterpuppe. Also dann doch lieber einfach komplett so typisch Fanservice-mäßig halt irgendwo abschneiden oder eine Wolke drüber machen. Aber nein, sie zeigen's, aber ohne die Nippels. Ist voll seltsam. Mewtwo wird mächtig. Nice. Nippel fehlen halt. Ja! Was ist mit denen? Wo sind die hin? Danke, Slap. Tschüssi. Bam, bam. Also aufhören, mir dauernd Energie wegzunehmen. Ah, Body Slam. Das sollte gar nicht gehen bei einem Geist. Das Spiel ist unlogisch. Wir hätten keinen Bock mehr. Ja. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sehr blöd hier. Hab direkt ausgemacht und wieder Highschool DD angeschaut. Ja. Oder High School of the Dead. Da sieht man wenigstens Ausschnitte. Keine nippellosen Kreise. Nee, aber es war tatsächlich lustig. Also ich hab nicht viel Erinnerung von Ranma 1/2 aus meiner Kindheit. Aber es ist, glaube ich, ganz gut gemacht. Der Artstil ist super interessant. Er ist sehr, hier und da sehr kreativ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. An die Stelle mit dem Pool konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, das Ranma 1/2 lief immer dann, wenn ich noch in der Schule war. Hat der jetzt wirklich mein Mewtwo umgebracht, wegen dummer Paralyse die ganze Zeit? Ich kann nicht mal retreaten, Mann. Ja, aber ich glaube,
Es kam so früh, dass ich vielleicht so noch das Ende erwischt habe, wenn die Schule früher aufgehört hat damals. Und dann war ich so, oh, scheiß Schule. Ja, jetzt kommt Abra, wow. Was er gelesen? Ja, die unzensierte Version, ich verstehe schon. Wie sind wir von hinten auf Hunden auf eine Serie gekommen? Weil jemand geradet hat und gesagt hat, Disney ist cool. Auch nur ein gutes Mon, mit dem ich endlich angreifen kann. Schlepp it. Du bist nach Hause gesprintet, Marathon. 100 Meter Lauf, sauschnell, um noch ein paar Bubas von Ranma in Halt zu sehen. Warte, welches Kadaver ist besser? Das hier, was 50 Schaden macht, oder das hier, das Mindshock kann. Super Psy macht einfach 50 Schaden ohne irgendwas. Okay, vielleicht will ich dann das. Aber Darkadabra kann eine geile Fähigkeit und hat Mindshock. Aber er hat keine normalen Pokémon. Okay, wir nehmen Energy Retrieval und machen das Darkadabra weg. Und holen uns dafür zwei neue. Und trainieren dieses Abra, was gleich dann richtig viel Schaden macht. Hallo Louis the Dinosaur. JJ... Moment, Sanyala, du bist ein Brüllschweif. Brüllschweif. Und JJ, du bist ein... Oha! Terrapagos. Bist du dieser würdig? So gute Serien gibt es für Kinder heutzutage nicht mehr im TV. Also es laufen, glaube ich, immer noch Animes. Ich glaube, also ich würde, glaube ich, auch sagen, dass es um einiges krasseren Schrott gibt, weil die Fernseh- oder die Kinderfernsehbranche entdeckt hat, dass man CGI machen kann für wenig Geld und die Kinder trotzdem davor kleben. Und dann kommen so Sachen wie Paw Patrol raus. Wobei, das sieht ja noch recht gut aus. Aber dann gibt es ja so richtig abgrundtief hässliche Serien, wo man sich denkt, wie zum Teufel können das Kinder überhaupt anschauen? Aber die kümmert es nicht. Aber dann gibt es wirklich so coole Sachen wie Adventure Time. und diese eine mit dem Platypus-Detektiv. Oder die eine mit diesem Gumball, heißt sie, glaube ich. Wo die wirklich optisch, also da kann kein Anime mithalten, es sieht so gut aus. Diese Gumball-Serie, wo verschiedene Grafikstile benutzt werden und der Hintergrund ist echt und dann die Tiere sind gezeichnet, aber dann zwischendrin auch wieder nicht und es sieht voll krass aus. Wie Dora oder Cocomelon? Ja, aber Dora ist ja noch okay. Dora ist ja noch da, da wird dir wenigstens was beigebracht, so. Warum ist dieses Kadabra wieder verparalysiert? Ich muss doch nur angreifen dürfen. Die können alle angreifen, oh mein Gott. Okay, dann müssen wir einfach hoffen. Dass man nicht klauen darf, lernt man dort. Und vergesst nicht, wenn ihr Twitch schaut,
Sagt niemals dem Streamer, wie viel Zuschauer er hat. Die meisten Streamer hassen das. Das wird dabei gebracht. Gute alte Dora. Kannst du aufhören, mich zu paralysieren, du dummes kleines Quapsel? Du bist mit einem kleinen Löffel Bieger tot. Als ob ein Kadaver sich kümmert, was dieses Tier macht. Ich hab nicht mal einen Der Hooperheiler. Ha, bitte kill mich jetzt nicht, Mann. Lass mich eine Attacke machen. Die fantastische Welt von Gumball. Ja, das sieht so gut aus. Ich glaube, das ist richtig krass gut. Kannst du aufhören, mich zu paralysieren, Cody? Du bist unfair. Du bist so krass. Du bist so abnormal unfair. Als ob Cody besser ist als ich. Ich stehe hier mit einem Kadabra. Oh mein Gott. Jetzt hat er gleich einen Garados. Ah, er hat einen Garados mit Final Beam. Und ich habe mein... Ah, er setzt es sogar ein. Boah, es ist gemein. Cody einfach null Skill. Null. Und nur die ganze Zeit am Paralyse werfen. So ein Quatsch. So, Cody, nochmal. Ja. Leo, kannst du den Sprit auf den Stapel legen? Den Sprit lege ich auf den Stapel. Ein Terrapagos? Ja. Okay. Cody kommt einfach mit einem Dark Garados mit Final Beam, was auch immer das ist, aber es klingt so mächtig. Es gibt ja sau viele Attacken, die es gar nicht gibt, oder? Final Beam? Das ist bestimmt eine TCG-Attacke. Ja, genau. Sag mal, dieser Cody ist Paralyse im wortwörtlich neben dem Wort Paralyse ist ein Bild von Cody. Nein, ich glaube daran, dass er jetzt nicht die ganze Zeit Paralyse macht. Ich glaube daran, dass er nicht die ganze Zeit Kopf würfelt. Er bringt mich um mit... Nee, aber die Bubble macht doch nur 20 Schaden jetzt. Macht die Bubble jetzt 30 Schaden? Nee, 20. Was war das? Das war doch sinnlos. Aber okay. Ich finde es aber so geil, dieses Mew kann nicht angegriffen werden von entwickelten Pokémon. Die sind halt alle hier nicht entwickelt, aber... Genau, und ich mache natürlich keine Paralyse. Cody? Final Beam gibt's nicht, ne? So der Endstrahl. Der Strahl, der alles beendet. Ich warte jetzt mit dem Mew. Wobei, das ist ein anderes Mew, oder? Nee, das ist das Gleiche. Ich warte jetzt mit dem Mew. Wenn der was Entwickeltes hat, dann kann das nicht angegriffen werden. Moment, was ist das für ein Jinx? Ich sehe nicht, welches Jinx das ist. Es ist bestimmt nicht das... Ja, okay, es ist das richtige Jinx, okay. Ich habe unfassbar viele Energiekarten in diesem Deck. Und zwar, ich glaube, 33. Was? Oder nee. 23, glaube ich. Was, glaube ich, echt viel ist für ein Deck, so viele Energiekarten zu haben. Und ich habe keine. Wo sind sie? Es gibt Fickle Beam, aber nicht Final Beam.
Der Fickelbeam. Du bist ja auch nicht Cody. Cody hat einen Cheat. Paralyse-Cheat. Gönn mir... Ich brauche sofort mein Hypno. Hypno richtet alles. Warum heult Cody die ganze Zeit? Ach ja, weil es ein kleines Kind ist, das mit Köpfen gewinnt die ganze Zeit. Lick. Ich kann nicht angreifen. Das war gar wieder Verschwendung. Ich hätte zwei ziehen können, wenn ich zwei gehabt hätte. Ich kann die angreifen. Cody. Genau, er bereitet wieder sein Dark Garados vor. Danke. Ich darf auch mal angreifen. Mit dem in Horizont Blick Rosana. Kann ich nicht Meditate machen, Mann. Okay, jetzt aber zweimal Kopf. Nice. Und... Wehe. Cody hört langsam. Cody kriegt Respekt vor seinen Älteren. Ich kann nichts machen. Jetzt zweimal Zahl. Ich seh's kommen. Zweimal Zahl. Ich seh's kommen. Oh mein Gott. Hab ich ein Glück. Oh mein Gott. Habe ich mir gerade auf mein neues weißes T-Shirt braunen Kaffee geschüttet. Das T-Shirt, das ich heute im Video tragen will, das ich gleich aufnehme. Kaffee geht raus aus weißen T-Shirts, oder? Da war ein Fleck auf meinem Kaffee, der wie das Loch von dem Kaffee aussah. Hier ist ein Fleck, der aussah, und dann habe ich meinen Mund an diesem Fleck gehalten und komischerweise ist alles nebendran rausgeflossen. Cody! Cody war es. Ich bin gleich wieder da. Father help! Deswegen trage ich immer nur schwarze T-Shirts, nur deswegen. Nicht, weil ich an unseren Savior, Satan, Jesus Christ denke, sondern... damit es nicht dreckig wird. Wie degeneriert daneben getrunken. Ja. So richtig krass. Vor allem, ich trage mal ein weißes T-Shirt, weil ich das heute tragen wollte im Video. Und dann, es geht dann nie wieder raus, diese Flecken. Als ob Kaffee aus einem weißen T-Shirt rausgeht. Ah, nein. Dieses Jinx wird gleich angreifen können. Ich weiß es. So, wie geht das jetzt so? Aus meinem neuen weißen NASA-Pullover ist der Kaffeefleck nie rausgegangen. Und das ist auch noch ein bisschen krasserer Pullover als mein Ding jetzt. Aber scheiße. Es gibt doch bestimmt so hier Flecken. Hier ist der Fleckenteufel, Kaffee. Hast du alles probiert? Warum machst du 20 Schaden? Das 10 additional damage for each damage counter on the defending Pokémon. Ja, Quapsel hat 0 damage, aber ich habe sau viel damage. Ich könnte auch switchen jetzt. Pound. 10.
die anderen sind wichtiger. Du hast dich wegen dem T-Shirt gewundert. Ich trage manchmal weiß. Und ich trage gerne weiß, weil ich habe geile Bandshirts, die weiß sind. Aber weil wir beide so wenig weiß tragen, machen wir nie eine weiße Wäsche. Das heißt, wenn ich weiß trage, dann ist dieses T-Shirt irgendwie 3 Monate im Wäschekorb, weil wir keine weiße Wäsche haben, mit der ich das waschen könnte. Ich wasche nicht wegen einem T-Shirt, deswegen trage ich nie weiß, weil das dann ewig lang nie wieder nicht gewaschen wird. Kennt ihr das Problem? Ist das ein Problem? Ich ziehe nur Bullshit. Ich ziehe nur Bullshit. Hast du auch das Problem? Das fühle ich. Aber heute wollte ich für das Gen 7 Video mal was anderes tragen als dauernd die gleichen Shirts. Und dann Cody. Oh, der hat auf seinen Goggles, Unterwasser-Goggles, ein Rocket-Zeichen drauf. Ist auch noch ein böser Cody. Oh, konntest mich nicht paralysieren? Okay, das ist jetzt ein Quapuzzi. Das heißt, ich kann jetzt auf mein Mew wechseln und er kann mir nichts antun. Habe ich einen Fleckmann? Nee. Natürlich kommt das eine Pokémon, das ich nicht entwickeln kann. Aber pass auf, wenn ich jetzt wechsle auf Mew, kann er mich nicht angreifen. Denn prevent all effects of attacks, including damage, done to Mew by evolved Pokémon. Including your own. Wahahaha. Kann mir nicht wehtun. Ich habe nur Gengar-T-Shirts und die sind zum Glück lila. Stop it. Get some help. Oh, ich kann mir ein Pokémon suchen. Wie wäre es? Mit einem Hypno. Oder will ich was anderes? Ich könnte mir auch ein Mewtwo holen. Oder ein Kadabra. Mach mal Hypno. Hä? Muss ich 2 abgeben? Ach ja. Oh, ich hätte das Jinx abgeben sollen, ich Trottel. Oder Mewtwo. Beste Hypno-Karte. Ich hätte gerne eine Energiekarte, bitte, jetzt. Oh, ist das hier, geiles Mewtwo gezogen, Karte ist geil. Complete Recovery. Dieses Quapsel kann mich jetzt wieder angreifen, weil es so schwach ist. Hörst du das, Cody? Du kannst mich nur angreifen, weil du so schwach bist. Yes. Aber jetzt kommt Hypno, mein Boy. Verreck, Cody, verreck. Dieses Wort wird heißen, Cody hat mein T-Shirt bekleckert. Cody hat auf mein T-Shirt gespritzt. Nein, also, er ist ein Kind, Leute. Hört auf, so zu denken. Cody ist ein Kind, Mann, wie man sieht.
Aber Cody ist dran schuld gewesen. Ich war komplett durch den Wind, durch seine Paralyse. Viermal hintereinander Paralyse. Und jetzt kommt wieder Final Beam. Nein, mein Hypno. Da kickt die Paralyse, ja. Ich kann einfach Mew wiederholen, aber... Er sollte seinen Gengar einwechseln, seinen Gyarados einwechseln. Das macht er jetzt wahrscheinlich auch, um meinen Hypno zu killen. Wie viel habe ich noch? Ich muss nur noch eine. Er muss noch zwei holen. Okay, also ich kann meinen Hypno verlieren. Cody. Ich meine, das letzte Mal, dass wir TCG gestreamt haben, da waren auch echt viele krasse Gegner, die echt lang gebraucht haben zu besiegen. Aber keiner war so dumm wie Cody. Die anderen waren tatsächlich schwierig. Cody hat einfach nur Glück. Paralyse-Check. Lass mal schauen. Ja, paralysiert. Jede Attacke von ihm kann Paralyse. So, was machst du jetzt gegen mein Mew? Wahrscheinlich kann er voll viel machen gegen mein Mew, weil er irgendeine Fähigkeit hat. Was machst du jetzt gegen mein Mew? Ich habe einen Dark Kadabra. Das hat auch Mind Shock. Ich muss jetzt irgendwie Gust of Wind ziehen. Ich habe keinen Bock, dieses fette Gyarados zu bekämpfen. Das dauert jetzt ewig. So, hier, das wäre doch schön. Den würde ich jetzt gerne bekämpfen. Also es kann sein, dass wir gewinnen. Aber der sollte mich jetzt nicht angreifen können. Aber vielleicht kann er mich einwechseln und dann krasse Attacke machen. Er könnte sau viel machen, wenn er die richtigen Karten hat. Ist die Frage, ob die AI versteht, dass er dieses Gyarados jetzt auswechseln sollte. Weil er greift nicht an, weil er weiß, dass er mir nichts tun kann. Aber versteht er, dass er das Gyarados einwechseln muss. Das wäre dann fatal. Wir haben jetzt ein Kadabra, das 30 Schaden machen kann. Und was war das? Und ich kann jederzeit eine Karte mit einer anderen Karte... Also ich kann jederzeit eine Karte weglegen und eine neue ziehen. Wegen der Fähigkeit von Kadabra. Und ich kann es jederzeit holen, aber dann stirbt sofort. Mal schauen. Ich hoffe, er macht nichts Komisches. Ich brauche Gust of Wind, dann kann ich sein Karpador holen, kann meinen Kadabra einwechseln und sein Karpador sofort umbringen. Aber dafür brauche ich... Ne? Windsog, oder wie es heißt. Aber er checkt nicht, dass er einwechseln sollte. Er behält es einfach. Er bleibt einfach da. Was soll das Artwork von Hypno? Vielleicht doch gut, dass das Game nicht nach Europa kam. Schau dir mal... Das Artwork von Hypno sieht voll cool aus. Schau dir mal das Artwork von Slimer an. Aber das ist ja noch nicht mal im Spiel, das ist ja wirklich so gewesen. Die Slimer-Karte... In Japan guckt ein Mädchen unter dem Rock und in Europa haben sie den Blick auf die andere Seite gemacht, sodass es nicht mehr unter den Rock guckt. Aber hier ist die Karte drin, wie das Slimer unter den Rock schaut. Was hast du gegen die Hypno-Karte? Die sieht großartig aus. Sie sieht ganz normal aus. Voll süß. Okay, ich kann auch dieses Mewtwo jetzt... wir machen weiter. Vielleicht... Der macht jetzt einfach nichts. Ich mache jetzt einfach noch dreimal... Psychoschock und dann ist dieses Gyarados weg, weil er es nicht auswechselt. Vielleicht wechselt er es ganz am Ende aus. Aber er kann auch nicht auswechseln, solange er paralysiert ist. Pokémon Trader bringt mir jetzt aber auch nichts, oder? Aber jetzt kann ich einfach meinen Kadabra nehmen, ne? Okay, ja. Winning! If Heads Final Beam hits? Ich hätte mir Final Beam durchlesen sollen.
Wie viel macht Final B? Final B macht doch nur 30 Schaden, oder? Das waren 30er. Das war nicht 50. Kadaver hat, glaube ich, nur 50. 60 Schaden! Leute, es hat eine gute Sache. Eine gute Sache hat das. Ich zeige euch, was das für eine gute Sache hat. Ich darf eine Karte ziehen. Cody darf eine Karte ziehen. Und was ergibt das? Hä? Draw. Und wir kriegen ein Achievement dafür. Draw. Final Beam heißt deswegen Final Beam, dass wenn Gyarados zerstört wird, er einfach 60 Schaden macht. Wäre ich bei Mew geblieben, ist die Frage, ob Final Beam bei Mew wehgetan hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil die Attacke kommt von Gyarados. Aber hey, so habe ich die Trophäe weg. Ich wusste nicht, wie ich die Trophäe sonst holen soll. Wäre wahrscheinlich einfacher gegangen, aber wow. Nochmal. Sudden Death? Oh, wir haben Sudden Death. Leicht übertrieben, aber das ist nun mal Cody. Cody hat nur schwache Pokémon bis auf Gyarados. Es gibt Sudden Death. One Prize Card. Und es fängt von vorne an. Okay. Cool. Das ist neu, oder? Das gab es im Original nicht. Nur blöd, wenn ich jetzt keine guten Karten ziehe. Abra hat 30. Mew hat 40. Aber beide machen 10 Schaden. Energy Removal. Okay, ich kann dem Gegner eine Energie abziehen. Okay, ich hoffe, dass er so etwas wie einen Carpador bloß hat. Dass er mich jetzt nicht die ganze Zeit... Oh Mann. Das ist schlecht. Shiggy, Blubber, oh nein. Okay, er darf nicht Pokéball einsetzen, das ist schon mal gut. Aber er darf jetzt, glaube ich, direkt Blubber machen. Was natürlich paralysiert. Arrgh. Ich kann das Gleiche, ne? Meine Attacke macht auch Paralyse. Also wir machen jetzt beide Paralyse-Attacken mit jeweils 10 Schaden und wir haben beide 40 KP. Es war wirklich wichtig, es war echt kacke, dass er zuerst anfangen darf. Cody the Paralyzer. Was ist dieser Kampf? Er hört nicht auf. Aber ich habe ein Abra, das ich zu Kadabra machen kann. Also wenn er jetzt irgendwie Plus-Power hat, bin ich tot. Aber ich kann sowieso nicht retreaten. Sonst würde ich jetzt retreaten, würde mein Kadabra holen, was 30 Schaden macht. Wenn er jetzt Plus-Power hat, bin ich tot. Wenn er mich jetzt nicht paralysiert, kann ich noch gewinnen. Unfassbar. Oder ich ziehe danach die Switch-Karte. Unfassbar. Wieder gewinnt mit Paralyse. Okay, er will wahrscheinlich sich die Plus-Power holen aus dem Deck. Okay, er darf nicht. Er hofft immer noch auf die Plus-Power. Hat keine Plus-Power. Macht Paralyse. Die wirkt! Ich hasse den. Was soll ich jetzt tun? Ich muss eine Switch-Karte ziehen, sonst habe ich keine Chance. Okay, ich kann nicht. Ich könnte jetzt mit Dark Kadabra einfach ihm 30 Schaden machen, ihn sowas von vernichten. Aber der Typ hat wieder dreimal hintereinander Kopf gewürfelt. Was soll ich denn tun? Retreat. Es ist so kacke. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, deswegen höre ich nicht auf, er könnte jetzt so dumm sein und seinen Shiggy zu Shillock entwickeln, womit er mir nicht mehr wehtun kann. Das wäre jetzt quasi dann eine dumme AI.
Aber das wird er niemals. Das wird niemals passieren. Oh, es ist nervig. Das wäre so episch gewesen, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Komm, mach es zu einem Shylock. Schade. Und paralysiert natürlich nicht. Komm, wir schauen es uns auch an. Cody hat es verdient, sein Glück. Oh mein Gott. Ich glaube, es war der frustrierendste Kampf, den ich jemals in diesem Spiel bis jetzt hatte. Unfassbar. Unfassbar, was dieser Kampf war. Ich sitze seit einer Stunde an diesem Turnier und davon ist bestimmt 70% Cody. Ich will doch nur... Ich krieg noch nicht mal eine gute Karte, wenn ich das schaffe. Ich behalte mein Deck. Mein Deck ist gut. Sein Deck ist richtig kacke. Sein Deck ist unfair. Er hat ein schreckliches Deck. Mein Deck ist so gut. Kopf! Wer es nicht weiß, tatsächlich TCG 2, also TCG 1 war noch programmiert, dass es komplett random ist, wie der Münzwurf ist. In TCG 2 sind die Münzwürfe nicht mehr random. Die sind vorprogrammiert. Also je nachdem, also wie, also ich glaube, es ist so wie bei Mario Kart, ne? Wenn du vorne bist, können die anderen eher aufholen. Wenn du hinten bist, kannst du eher aufholen. Und das sowieso ist alles ein Seed und du kannst RNG manipulieren, sodass du nur noch Kopfwürfelst und sowas. Weil natürlich echtes RNG existiert nicht in Pokémon oder in allgemeinen Computern. Aber das Spiel hier ist bekannt, dass es unfair ist. Weil es nicht wirklich RNG hat in den Münzwürfen. Und jetzt kann ich wieder keinen Schaden machen, weil der Gegner kein Psycho hat. Aber das ist okay. Was habe ich hier für eine Karte? Roter Jay. Es tut mir leid, das ist ja Ewigkeiten her, oder? Oder Jay, du bist ein Grammokles. Grammokles? Grammokles? Any Grammokles? Natürlich, natürlich, natürlich. Blubbel, 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 blubbel. Aber solange ich nicht angreifen kann, werde ich nicht paralysiert sein. Das wäre ja sinnlos, mich zu paralysieren, wenn ich nicht angreifen kann. Ja, natürlich. Wenn ich nicht angreifen kann, warum soll ich denn dann paralysiert sein? Das wird erst passieren, wenn ich angreifen kann. Wie jetzt. Jetzt werde ich 3 Energien haben und angreifen können, aber natürlich werde ich nicht angreifen können, weil ich jetzt paralysiert bin. Das ist die Regel von dem Spiel. Das haben wir doch inzwischen verstanden. Cody, Cody, Cody. Irgendwann werde ich einfach so Glück haben, dass er nur ein Pokémon hat, das mit einem Schlag tot ist und dann steht da Decision. Winning. Ey. Oh, Cody. Meine Attacke ist 50 stark. Du bist jetzt vernichtet. Endlich. Endlich mal ein Lichtblick. Ah, das meinte ich. Ich muss nur Glück haben, dass Cody nur ein Pokémon hat. Endlich. Cody, der größte Endboss. Jetzt gib mir meine Karte. Die ich nicht brauche. Bills Computer Card. Wobei, ich kann mir damit eine neue Karte holen, weil Bills Computer, die Dark hier, da ist meine versteckte Trophäe. Endlich. Meine verpassbare Trophäe. Aber mit diesen Bill-Computerkarten kann man sich hier unten einzigartige Karten holen, die man nur mit Bills Computerkarten kriegt. Und hier habe ich gestern 3x10. Also ich habe das hier gespielt. Damit kriegt man die Mew-Karten. Wenn man das hier spielt, muss man 10-mal Kopf hintereinander würfeln. Also so. Schon mal nicht.
So, eins. Zwei. Okay, das habe ich 10 Mal hintereinander gemacht und das habe ich 3 Mal geschafft. Und deswegen habe ich 3 Mew-Karten. Ich habe es natürlich extrem vorgespult, das Ganze mit den Münzen, mit der Münze werfen. Weil wenn man hier, ich habe so halt Münzen, du kannst hier Münzen kriegen. So habe ich Münzen gefarmt und damit kann man 3 besondere Karten dann haben mit den Münzen. Das Mew ist nur ein schöner Bonus. Ich wollte noch nicht mal die 10 machen, weil die 10 bringt einem kein Geld. Die 10 bringt einem nur das Mew, aber ich wollte eigentlich Geld. Hier ist, glaube ich, das. Ich weiß nicht mehr, welche ich... Wobei, ich glaube, man kann die nur einmal abholen, oder? Warum steht da 4, 2, 5? Warum steht es da? Ich weiß nicht, welche... Warte, ich muss davor speichern, weil ich weiß nicht, welche ich... Ich glaube, verschwinden die, wenn ich die abgeholt habe? Oh. Lila Georok. Ich glaube, dieses Georok war neu. Speichern... Ich glaube, die sind weg, die ich schon habe. Ne, hier steht's. Warte mal, andersrum. So, so. Hier. Kadabra bringt... Nee. Also ich weiß, dass ich noch kein Amoroso habe. Warum steht da 4? Ach, weil ich 4 davon habe. Okay. Jetzt verstehe ich's. Die Karte gebe ich her. Und dann mache ich daraus ein Amoroso. Das kann ich nochmal machen, weil ich habe 2. Okay, anscheinend muss ich zuerst... Ich muss zuerst die Karte abholen. Die man bekommt, indem man, glaube ich, rein und raus geht. Nein, indem man komplett rein und raus geht. Yep. Dann ist hier die Karte. Da ist ein sehr hübsches Amoroso. Es tut mir leid. War die nicht neu? Aber ich habe keine Nachricht gekriegt, dass sie neu war. Eben, die ist nicht neu. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Wo kann ich das nachschauen? Minicom? Card-Katalog? Hier. Die war nicht neu. Ich habe aber nur eine davon. Bin verwirrt. Warum ist dann... Ist... Ist unten nicht aufgeploppt. Da unten ist doch gerade nicht aufgeploppt, dass ich eine neue Karte habe. Aber hier steht 1, also war das eine. Hat die noch nicht. Okay, ich bleib mal dabei. Jetzt hol ich mir noch eine andere. Du hast auch nicht gesehen, ne? Gengar habe ich, glaube ich. Ich glaube, mir fehlt noch Simsala. So Mechaniken, die so veraltet sind, einfach die Münzen abgeben müssen. Da, jetzt steht's da. Vielleicht habe ich es echt nicht. Ich glaube, es stand da, aber es muss da gestanden haben. Weil sonst hätte ich nicht nur eine davon. Okay. Weil jetzt steht hier...
Simsola. Einer, ja. Psy-Panic, Trans-Damage. Weil hier sind alle, ne? Nicht nur die, die ich frei gerade habe. Hier sind alle, die ich habe. Auch die, die in Decks eingebaut sind. Pretty sure. Okay, speichern wir mal. Dann haben wir jetzt einen neuen Bereich aufgemacht. Aber jetzt fehlt mir wirklich nur noch als versteckte Trophäe. Also mir fehlen noch viele Trophäen. Es gibt richtig krass schwere. Hier, wie zum Beispiel Defeat Frank using Pidgeot's Hurricane while he has no benched Pokémon. Okay. Defeat Toby by obtaining all prizes without your active Pokémon ever becoming poisoned. Okay. Defeat Mary after not playing any cards. What? Defeat Anna after dealing at least 300 damage at once using Executor's Big Explosion. Okay, ist super spezifisch. Warum? Hier, Defeat Magician by obtaining all prizes without ever dealing more than 20 damage. Es gibt auch eine, die sagt, dass ich muss einen bestimmten Gegner besiegen, ohne die, also ich muss alle Preise, genau, ich muss alle Preise vom Gegner bekommen, ohne sein aktives Pokémon zu besiegen. Also ich muss quasi nur Attacken machen, die den Pokémon im Hintergrund Schaden geben. Hä? Muss ich alles irgendwie rausfinden, wie das geht. Okay, kann ich denn jetzt... Ich kann jetzt zu Ishihiras Haus endlich. Weil die ist nicht mehr auf der Insel, die ist jetzt wahrscheinlich hier und jetzt gibt sie mir hier coole Karten. Ich hab Angst. Solange da nicht steht, defeat Cody without getting paralyzed. Es gibt bestimmt Pokémon, die nicht paralysiert werden können irgendwie. Es muss dann halt... Man muss dann spezifische Karten nachmachen. Hi, Ishihara. Good afternoon. I hope you're enjoying the island. I can see that you're being quite an active player over here. As you may know, this is my personal villa. I frequently use this as a retreat to contemplate complex strategies. Warum hat Ishihara so viel Kohle? Okay, aber du willst mir noch keine Pokémon geben. Na gut. Die gibt einem random, nicht random wahrscheinlich, aber die gibt einem die ganze Zeit coole Pokémon-Karten. Das heißt, wir sind jetzt im Psychic Stronghold. Colorless Altar, what is that? You've made it here quickly, Leo. It's me, Ronald. Good to see you again. Did you have some trouble in the GR fighting fortress? I got sick of waiting for you. Listen, I have new team Grr Intel. Ja, du bist einer von denen, du bist böse. There's a man called the Grr King in the GR castle just north of here. There's a catch though, you need 2 coins to meet him. These would be the GR Psychic Coin and the GR Colossal Coin. You should get them quickly and attack that castle. But seeing how slow you work, I'll get there first. I'm off. Okay, wir müssen ihn nicht bekämpfen. Das nächste Mal, wenn ich ihn bekämpfe, dann ist das wieder eine verpassbare Trophäe. Soll das sein Gesicht sein? Sind nix. Der hat eine Verkleidung auf. Die GRs haben alle verschiedene Symbole auf ihren Masken. Gott, was passiert hier? Warum habe ich schon wieder? Die ganze Zeit wird man genervt hier. Und dann ist noch nicht mal ein Booster-Pack drin im Brief. Ei. Was geschieht hier? So, you have come. We three are the clerics. We three are the clerics who protect the colorless altar. Achso, nicht colossal, sondern colorless. If your goal is to enter GR Castle, you must fight all three of us. Only by attaining our approval will you earn the GR Colorless Coin. Okay, okay. Okay, der hat Bedingungen, die mich jetzt schon nerven.
4, okay, der eine will 4 Habitax, also ich muss den bekämpfen mit 4 Habitax im Deck und ich muss den bekämpfen mit 4 Fossilien im Deck. Schauen wir mal in die Psycho-Arena. Gehen wir zuerst hier schauen. Dark Hypno? Habe ich einen Dark Hypno? Nein. Ich glaube, in dieser Arena kann ich allgemein ein Achievement freischalten, wenn ich alle Trainer finde und besiege. Und das hier sehen aus wie Spotlights, also wahrscheinlich sind hier 4 und dann der Fette am Ende. Aber wo sind alle? Ist das der Trick? Muss ich zuerst Colorless machen? Hier ist niemand. Wait right there! Da ist doch jemand. The name's Claire. I'm the leader of Team GR's Psychic Stronghold. So you're the troublemaker trying to recover the cards we've stolen. You've indeed come far. I won't praise your efforts, though. I assume you've set your sights on GR Castle. Ja. Clyde? Okay, du hast ein komisches Gesicht, Clyde. Tut mir leid. GR Number 4. Okay, dich kennen wir. Der rechts sieht aus wie Ash, nur dass sein Gesicht zusammengedrückt wurde. Die Augen sind... Sind es Augen oder was ist das? Next ist Kevin. Okay, Kevin. Oh nein, Kevin sieht aus wie der Sprite von Cody, wegen der Brille. Codys kleiner Bruder, Kevin. You only have to defeat 3 of these Stronghold members to move on. If you can manage that, I'll turn my elevator on for you. Okay, aber ich muss, glaube ich, alle besiegen für die Trophäe. Receive the Mew Coin from Claire. Achso, Claire, genau, das ist die, wo wir gerade sind. Wo war das? Defeat all 4 Trainers in the GR Psychic Stronghold. Okay, das ist nicht verpassbar, ich muss sie einfach nur besiegen. Okay. Haben die auch Bedingungen? My Challenger Requirement is a restriction on energy type. The only energy cards you are allowed to use are psychic energy cards. Okay. Also das Deck, was ich gerade habe. Wir speichern zuerst. So, gegen sie. Das ist nämlich neu. Im ersten Teil gab es es nicht. Im zweiten Teil haben die wichtigen Kämpfe Bedingungen, die die Kämpfe tatsächlich schwer machen können. Weil ich könnte jetzt einfach... Was ist gut gegen Psycho? Normal. Oder Kampf. Nicht Kampf. Was ist gut gegen Psycho? Normal. Na. Normal. Dunkel gibt's hier nicht. Das TCG vergisst die Regeln vom normalen Spiel. Aber stimmt, inzwischen gibt's ja Dunkel. Stimmt, glaube ich. Stimmt, ich muss, glaube ich, Pflanze benutzen, aber die, die Gift sind. Und die sind dann gut gegen Psycho. Victoria, yeah, come on. Okay. Hypno, sehr gut. Und 2 Mewtwo's. Let's go. Energy Spike. Telekinesis. Telekinesis ist geil. Telekinesis macht, glaube ich, 30 Schaden auf ein Pokémon meiner Wahl. Also damit kann man zum Beispiel die ganze Bank besiegen, ohne den Angreifer anzufassen. Was ist das da? Flip a coin if heads, choose a basic energy card attached to one of your opponent's Pokémon. Okay. Hallo Runny, was geht? Psycho ist gut gegen Gift. Käfer ist sehr effektiv gegen Psycho. Ja, ja, aber all das können wir hier vergessen. Das geilste Beispiel dafür ist, wenn du ein, zum Beispiel ein Georock hast, das eine Steinattacke kann, und du kämpfst gegen einen Habitak,
dann kannst du diesem Habitak nicht wehtun. Weil Habitak ist resistent gegen Kampf und Georok ist in diesem Spiel Kampf. Und das hat mich so genervt, dass ich da einfach mit einem fetten Georok stehe, das 30 Schaden macht. Steinschaden. Und ich konnte diesem Habitak keinen Schaden zufügen. Die Regeln sind komplett anders. Und Kangama, das ist jetzt wieder so typisch, weil sie hat die Bedingung, dass ich nur Psycho habe. Und Kangama ist resistent gegen Psycho. Das heißt, ich muss irgendwie mein Hypno rausholen, das Resistenz quasi ignoriert. Bei diesem Kangama kann ich nicht wehtun. Aber wenn ich Telekinesis kann, dann vielleicht schon, weil Telekinesis könnte das ignorieren. Choose one of your opponent's Pokémon and do 30 damage to it. Don't apply weakness and resistance for this attack. Genau. Auch dieses Mewtwo kann einfach 30 Schaden machen, ohne resistent. Okay. Ich nehme dir jetzt einfach deine Psycho-Energie weg, wenn ich denn darf. Hallo RH2309. Hallo. Müde geht und selbst. Ich habe einen Kaffee getrunken und habe auf mein weißes T-Shirt gekleckert. Es ist ein Fit von Autopsy T-Shirt gewesen und ist jetzt unbrauchbar, weil dieser Kaffeefleck bestimmt nie wieder rausgeht. Er ist immens und riesig und überall. Gib mir deine Psycho-Energie. Verdammt. Tut mir leid, ich werde klarkommen. Cody ist schuld. Cody ist schuld. Gleich ist Kangama schuld, aber... Jetzt wird Kangama... Nicht Kangama wird vernichtet, aber zum Beispiel ein dunkles Radikal. Wahaha. TCG-Regeln sind halt wild. Ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, dass sie die Regeln um einiges vereinfachen mussten. Inzwischen gibt es ja Stahl und Unlicht, glaube ich, im TCG. Warum hast du mir zwei Psycho-Energies weggenommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie machst du das? Dann gib mir jetzt deine Energie. Kann ich sie auswählen? Achso, ich gebe die an jemand anderem. Ja, das können wir das nochmal wiederholen. Ich will eigentlich... Okay, gibt's die da... Ich dachte, ich krieg die selber. Das wäre cool. Stahl und Unlicht kam mit Gen 2 auch im TCG. Aber das hier ist noch Gen 1. Aber es gibt ein paar Pokémon, die hier Gen 2 sind und eingeführt, also in dem Spiel so ein bisschen so teasen sollten. Und zwar, ich hab die Karten auch schon, Meryl und Lugia. Meryl und Lugia gibt's hier. Und komischerweise ist Lugia eine Normalkarte. Meryl glaube ich auch. Was ein bisschen wild ist, dass Lugia nicht Wasser ist oder Psycho, aber es ist einfach eine Normalkarte. Vielleicht wussten sie ja noch nicht, was Lugia werden soll. Nee, keine Ahnung. Cool, Energie, Retrieval, please. Vielleicht dachten die ja noch, ach, es fliegt. Ja, stimmt, es ist ja auch Flug, ne? Ist es Flug? Lugia ist Psycho, Flug, stimmt. Ja, stimmt, und Flug ist hier normal. Ja, okay, es macht Sinn. Trotzdem wild. Sowieso wild, dass es nicht Wasser ist. Ich heiße Englisch Robin, aber das konnte ich nicht eingeben. Du konntest Robin nicht eingeben und hast dann RH eingegeben. Ich liebe deine Videos. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Hallo Magic Fails. Zum Glück spielen wir kein Magic. So, dann zerstören wir mal sein Deck von innen heraus. Wir müssen sein Kangama gar nicht anfassen. Wir zerstören einfach alles andere.
Ich glaube, sein das Kangama kann sie noch nicht mal zurückrufen. Das braucht wahrscheinlich einiges an Retrieval. Das macht aber die ganze Zeit Catch, Fetch, Fetch. Ein bisschen Gemeines. Wahaha. Vielleicht ist dies eine allgemeine Trophäe, die sagt, man soll einen Kampf gewinnen, ohne dem Pokémon weh zu tun. Vielleicht schaffe ich das. Aber ich glaube, nee, das war bei irgendeinem Arenaleiter, der 6 Karten hat. 4, glaube ich, reicht nicht. Hier, ich guck ganz kurz. War relativ weit oben, glaube ich. Trade, 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 trade. Trade, trade, trade. Defeat Axel. Ah, hier, Axel. Defeat Axel by obtaining all prizes without ever KOing his active Pokémon. Also ich muss es bei Axel machen. Das, was ich jetzt hier gerade mache, muss ich mit Axel machen. Bitte, bitte tu jetzt irgendein schwaches Pokémon in dein, auf deine Bank. Ich will Kangama nicht angreifen. Endlich ist alles eingerichtet, jetzt schwimme ich aber wieder im Kabelsalat. Ebens, was los? Was passiert? Boah, ist das frustrierend, ne? Wenn einfach so ein Pokémon die komplette Bank vernichtet. Aber es gibt etwas, das ein bisschen frustrierender ist, und das ist Paralyse. So asozial wäre ich nie, nur Paralyse einzusetzen die ganze Zeit. Okay, ich glaube, sie hat noch einen Kangama aufs Feld gerufen. Zum Glück ist die Resistenz egal. Ist echt krass, wie viele Psycho-Pokémon einfach Psycho-Attacken machen können und die Resistenz ignorieren. So gemein. Damage-Check? Oh oh. Oh oh. I live. Gerade so. Es bringt halt nichts, was anderes zu machen, weil nur mein Mewtwo kann Schaden machen im Moment. Das heißt, ich sollte irgendwie versuchen, am Leben zu bleiben, aber wie? Ich kann den Gegner nicht einwechseln. Und mein anderes Mewtwo macht Psychoschaden, das geht nicht. Ich kann überleben, wenn er jetzt 4-mal Zahl würfelt, sie, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich könnte Energy Spike probieren. Warte mal, zeig mir deine Attacke. Ja, 4. Aber der gibt sich doch sowieso sofort wieder eine neue Psycho-Energie. Oder, warte mal. Flip a coin if heads, choose a basic energy card attached to one of your... Nur eine. Ah, ich dachte, ich kann vielleicht alle neu redistributen. Ich kann ihm jetzt eine Psycho-Energie wegnehmen. Dann kann er nicht mehr angreifen. Aber dann vergehen wieder 2 Runden. Das ist echt blöd, wenn dieses Mewtwo drauf geht, weil ich kann nicht. Danach kann ich nicht angreifen. Es ist wieder so, ich bin so kurz davor zu gewinnen und jetzt dauert der Kampf wieder ewig. Mewtwo braucht 2. Aber Kangama braucht auch nur 2. Ne, wir machen Kangama. Und jetzt hoffen wir einfach, dass sie 4-mal hintereinander Zahl würfelt, was bestimmt beim NPC funktioniert. Schade. Wahrscheinlich ist es nur, es bleibt bei einem einzigen, was reicht. Ah. So, jetzt wird's nervig. Wenn ich jetzt ein Traumato ziehe, dann wird alles okay. Aber im Moment... Was machst du? Wie viel Schaden machst du? Nur 30, ne? Im Moment kann ich keinen Schaden anrichten. Aber dieses Kadabra kann 50 Schaden machen. Komm,
Complete Recovery, Psyblast 30. Was ist das extra bei Psyblast? Nach einer Energiekarte wegtun. Okay. Das wäre gut. Null. Leo, darf ich dich was fragen? Wie alt bist du? Ich schätze 25 Jahre alt. Das ist sehr nett geschätzt. Ich bin 35, bald 36. Deswegen fühle ich mich sehr unwohl, mit Kindern zu reden, die unter 25 sind. Ich will, dass nicht mehr als 10 Jahre zwischen uns liegen. Deswegen, wenn ihr unter 25 seid, bitte geht. Jetzt. Oder schreibt niemals. Nochmal Glück gehabt. Neuer PC? Hast du nicht erst einen neuen, krassen PC vor 2 Jahren dir geholt? Meiner ist inzwischen 5 Jahre alt. Ich stolper gefühlt über alle Kabel, aber das sortiere ich ein andern Mal. Was ist denn an dem so krass viel besser jetzt? Okay, ich könnte jetzt Kadabra macht 50 Schaden, eben. Ich hoffe, dieses Kadabra überlebt. Das war's dann wohl mit mir. Ich bin 15. Auf Wiedersehen. Das war Alienware, der ging nach einem Jahr Schrott. Ein kompletter PC, quasi zusammengebaut von Alienware. Echt? Der kann doch nicht so Schrott sein, dass du nach einem Jahr sagst, nee. Hallo Kenji. Moment, ich habe nicht aufgepasst. Überlebe ich? Ja, okay. I win. War kein tolles Ding. War halt das günstigste vom... Ich dachte, du hast irgendwie 2000 Euro dafür gezahlt. Ich bleib trotzdem hier. Mutig. Die 35 steht bei mir im Dezember an. Also ich habe mich ja gefreut, damals 30 zu werden, aber jetzt... mit 36 gehe ich halt tatsächlich... Oh, die habe ich noch nicht. Gehe ich halt tatsächlich auf die 40 zu und das ist schon hart. Aber jetzt mit 36 bin ich auch schon bei der Hälfte meines Lebens angekommen. Auf der einen Seite wirkt es sehr... So, oh shit, die Hälfte. Die Hälfte ist rum. So, oh shit, was ist da los? Auf der anderen Seite so, erst die Hälfte. Reicht. Passt schon jetzt. Gebt ihr diese geile Elektrikarte. Ich lieb sie so. Wenn du mein Knie fragst, bin ich 80. Sylpharion, vielen Dank für deinen allerersten Sub. Dankeschön. So, machen wir jetzt dich. Soll ich weiterhin einfach nur mit Psycho kämpfen? Moment, der hat jetzt andere Sachen. I'd like for your deck to have a total of 6 Ghastly and Haunter cards. Jeweils? Nee. Any combination of the two is fine. Okay. 4 Haunter and 2 Ghastly, das wäre dumm. Ich habe schon ganz viele. Aber dann tue ich noch... Ich habe schon ganz viele Nebulax. Einfach, warum auch immer. Aber dann tue ich noch... Ich will 6. Okay. Ich habe 2 erst, okay. Das ist, glaube ich, ein dummes. Destiny Bond ist halt mies. Discard one energy card attached to Ghastly in order to use this attack. If a Pokémon knocks out Ghastly during your opponent's next turn, knock out that Pokémon. Das ist schon, aber nur im nächsten Turn. Das ist schon eine harte Karte, ne? 2, 1, 1. Okay, ein Haunter sollten wir also nehmen. Und warum kann ich nicht mehr Ghastlys holen? Kann man nur vier Karten von einem Typ nehmen? Diese Karte ist auch so süß. Harass. Ja, das sind 6. Und dann machst du mir weg. Das benutze ich die ganze Zeit nicht.
So ein süßes Slowpoke. Ich habe Slowbro noch wirklich eigentlich noch nie benutzt. Okay, eine noch weg. Ah, die dumme... Oh mein Gott, ich habe die dumme Jinx-Karte noch drin. Weg damit. Okay. Okay. Passt das? Bist du glücklich damit? The deck doesn't have six total ghastly in Horta cards? Doch! Aber... Ist wieder weg. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Willst du mich verarschen? Ghastly und Haunter Cards. Zählt Dark Haunter nicht, oder was? Weh, du sagst ja, wenn ich den Dark Haunter wegmache. Du Arschloch. Wieder den Dark Haunter nicht zählt, obwohl du selber von Team Rocket bist. Das sind Team Rocket Karten. So unfair. Okay, shall we begin? Sag mal, Leo, ich erinnere mich, dass du die ein oder andere Fake Cartridge erwischt hast. Ja, aber absichtlich. Weißt du, ob die Pokémon, die man drauf fängt, ohne Probleme sauber auf Pokémon Home übertragbar sind? Oder sind die irgendwie problematisch? Ich habe noch nie mit... Also ich habe Platin-Fake. Und ich habe Grün-Fake. Aber das ist... Das war ein Fanmade-Game, das war klar. Also ich habe eigentlich nur Platin-Fake. Und ich habe damit nie irgendwas gemacht. Aber ich glaube... Also es kann immer sein. Es kann immer sein, dass halt... Weil der einzige Unterschied an Fake-Cartridges ist, dass die Hardware anders ist. Also es ist kein original Nintendo-Spiel, sondern... Aber die ROM da drauf ist das richtige Spiel. Aber dadurch, dass die Hardware anders ist, kann es halt sein, dass das Spiel länger dauert zu speichern... vielleicht Uhrzeit nicht funktioniert oder sowas, halt so Hardware-Sachen, dass die nicht funktionieren. Und deswegen kann es halt sein, dass diese Cartridge sich nicht verbinden lässt mit Pokémon Bank. Aber eigentlich schon. Ich sage nur, das kann dann passieren, weil halt das Spiel nicht erkannt wird als richtiges Spiel und dann sagt Bank, wo ist das Spiel? Das ist gar nicht da. Aber eigentlich sollte selbst das gehen. Aber ich kann es ja nicht sagen, das ist bei jeder anders. Wenn sie gut gefaked ist, dann wird es gehen. Wenn sie schlecht gefaked ist, dann ist wahrscheinlich noch nicht mal der Text im Spiel richtig. Der Speicherstand löst sich random auch gerne. Das habe ich noch nie erlebt. Aber ja, wenn zum Beispiel eben das RAM schlecht ist und sowas, wo der Speicherstand drauf gespeichert wird, dann ist der Speicherstand auf einmal weg, ja. Moment, jetzt kommt schon wieder Kangama. Was ist das hier? Oh, dieses coole Traumato. Long Distance Hypnosis. Oh. Once during your turn, you may flip a coin if heads, the defending Pokémon is now asleep. Dieses Drowsy muss sofort weg. Komm schon. Echt, du hast es schon voll oft erlebt? Ich habe es noch nie erlebt. Also ich habe es noch nie gehört. Aber ja, also klingt logisch. Aber dann auf, also ja. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man Fakes kauft. Erstens... weiß man es oft nicht besser und zweitens, wer will schon 100 Euro ausgeben oder mehr und immer noch Angst haben, dass es fake ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich kurz informiert, ist es eigentlich nicht so schwer, Fakes aus dem Weg zu gehen. Aber klar, wenn man das alles nicht weiß, dann
Aber dann auch noch Shiny Hunten auf einer Fake und dann die ganze Zeit Angst haben oder es nicht wissen, dass es einfach weg sein kann oder nicht funktioniert oder... Das ist gemein, das ist gemein. Es gäbe so eine schöne Lösung dafür, die da heißt, Nintendo Pokémon bringt die alten Spiele auf der Switch raus. Ja, ja, das wäre so eine schöne Lösung, ne? Maori Racing. Warum heißt du so? Du bist ein Ochnatoll. Echnatoll, glaube ich. Echnatoll ist das. Hat Traumato eine Psychoschwäche? Warum mache ich die ganze Zeit doppelt Schaden? Warum sollte Traumato eine Psychoschwäche haben? Achso. Ach stimmt, manche Psychos haben Psychoschwäche. Stimmt. Ich hab's vergessen. Muss ich kurz anschauen. Ja, Weakness. Aber dass er mich nicht versucht einzuschläfern die ganze Zeit, ist komisch. Der hat doch die Macht dazu. Warum schläferst du mich nicht ein? Nie hört er mir zu. Was hast du gesagt? Ja, weil Geist auch als Psycho zählt in dem Game, deshalb gibt es das. Ja, aber Traumato ist kein Geist. Das weiß ich schon. Aber Traumato ist kein Geist. Wenn Nebulak die Schwäche hat, klar. Aber Traumato sollte eigentlich eine... Ja, irgendeine Schwäche braucht's halt. Ne. Warum bin ich denn jetzt weak auf Psycho? Achso, du meinst... Weil... Egal, ich weiß, was du meinst. Come on! Gut. Ich tue mir selber... Der Schaden, den ich mir selber mache, ist auch mit Weakness? Was? Moment, ist das im echten Spiel auch so, dass wenn ich Geist bin... Und ich bin verwirrt und tue mir selber weh, dass meine Verwirrung doppelt so viel Schaden macht? Das höre ich zum ersten Mal, dass eine Verwirrung doppelt so viel Schaden macht. Das ist gemein. Ich wäre eh tot, aber trotzdem. Komm, Jinx, rettest uns. Oh. Ja, jetzt wäre mein Mew schön. Verzweifler macht keinen doppelten Schaden. Nee, oder? Aber Verzweifler macht schon mehr Schaden, wenn man zum Beispiel Schwerttanz macht. Das schon, weil der Angriff erhöht wird. Aber Schwäche ist doch nicht auf Verzweiflung oder auf Verwirrung. Aber bei Verzweifler macht, glaube ich, keinen unterschiedlichen Schaden, je nach Status. Aber Verwirrung schon. Wie auch immer, ich slap the shit out of you jetzt hier. Boom, fuck. Nee, das stimmt schon, die Verzweifler hat keinen Typ. Aber Verwirrung. Nee, Verwirrung hat auch keinen Typ. Aber ich glaube. Weil es gibt auch die Taktik, dass du dafür sorgst, dass der Gegner mehr Angriff bekommt und dann verwirrst du ihn und dann macht er sich mehr selber Schaden, weil er verwirrt ist und die Attacke erhöht wurde. Die Taktik gibt's doch. Heyo! No sleep for the lady. Killed. Moment. Alpollo hat jetzt keine Schwäche? Ach stimmt, weil Geister haben keine Psychoschwäche, aber Psychos haben Geisterschwäche. Und jetzt kommt ein dummes Kangama schon wieder. Nee, kein Stab. Ja, ja, klar. Und Volltreffer? Kann eine Verwirrung Volltreffer sein? Glaube ich. Das ist jetzt wieder doof, ne? Das ist jetzt wieder doof, dass du jetzt so ein dummes Kangama rufst. Muss ich auf einem Hypno warten. Geister haben keine Psychoschwäche? Haben Geister eine Psychoschwäche? Psychos haben eine Geisterschwäche. Warte. Leute, ihr kennt mich, als ob ich das weiß. Als ob mich das interessiert.
So mache ich jetzt aber 40 Schaden. Das heißt, ich mache 10 Schaden. Ah nee, ich denke die ganze Zeit an die Energie. Aber Meditate macht mehr Schaden, je mehr Schaden der Gegner hat. Heißt, Geist hat keine psychische Schwäche. Eben, genau. Dieses Kangama wird gleich angreifen und das wird wieder wehtun. Ich könnte langsam ein Kadabra oder ein Hypno vertragen. Kadabra kann auch Mind Flare, oder wie es heißt. Wobei Mind Flare ist eigentlich das Viech aus... Nee. Mind... Wie heißt das Viech aus Stranger Things? Mind... Mind Flarer? Mind... Mind... Minder. Mindcrawler? Nee. Dieses riesige Spinnentier, das man am Horizont immer gesehen hat. Mindflare. Mindfreak? Nein. Ist es so lange her, dass du das gesehen hast? Ja, weil es ewig lange her ist, dass es überhaupt Folgen gab und jetzt sind es einfach erwachsene Menschen, die Kinder spielen müssen. Lass mich meditieren! Mind your own business? Mindfreak mit Angel. Mit Chris Angel. Aua. Tod. Mindflayer, genau. Wir haben hier ein Problem. Unsere Taktik ist jetzt... Ah, ein Hypno zu finden. Haha. Eigentlich total egal. Wo ist mein Hypno? Da. Problem ist, dieses Hypno kann jetzt so schnell sterben. Dafür kann ich es jetzt angreifen, aber wenn es jetzt einfach dreimal Kopf würfelt, ist mein Hypno wieder weg. Nein! Hundert! Oh, Traumfresser, Mann. Oh. 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 Ich brauche ein Kadabra. Nein. Wieder dieses Kangama einfach benutzt, nur um seinen restlichen Pokémon zu stärken. Nice. Ich brauche keine Energien, Mann, ich brauche Pokémon. Energien und jetzt kommt... Ah, okay, dieses Kangama kann ich angreifen, weil das zurückgezogen hat. Wir haben noch Zeit. Es kann immer noch ein Dark Kadabra kommen. Wobei Dark Kadabra habe ich raus, oder? Nee, habe ich nicht raus. Warum kriege ich nur Energie? Oh mein Gott. Komm, paralysier. Jo, zieh noch mehr Karten. Das fünfte Kangama. Ja, zieh noch mehr Karten. Ey, wenigstens, wenn ich das lange durchhalte. Er hat nur noch 15 Karten. Der verliert, wenn er keine Karten mehr hat. Oh, ich habe eine Karte gezogen. Yay. Aber ich wäre jetzt für ein Kadabra. Ich stall halt wirklich. Mach ganz viel Fetch jetzt. Am Ende kommt er mit einem Gengar. Aber ich weiß noch nicht mehr. Ich glaube, das ist Alpollo stärker. Und er hat mich noch nicht mal hypnotisiert. Er hat einfach eine Trainerkarte benutzt, um mich einzuschläfern. Das
ist das eigentlich für ein geiles Mewtwo? Das schlechtere Mewtwo. Telekinesis Mewtwo wäre besser gewesen. Und dieses Mew Mystery Attack, das ist a random amount of damage. So geil. Aber bisher hat es immer nur 10 gemacht, es hat einmal 20 Schaden gemacht. Ich dachte irgendwie random ist so zwischen 1 und 100, aber nee. Und nochmal Paralyse. Moment, ist das... Er muss nur noch eine Karte nehmen. Mist, wenn er jetzt eine Energiekarte nimmt und Komet macht, braucht er zwei... Oh oh. Nein. Ja. Nein. Ich bin tot. Okay. Aber bin ich nicht resistent gegen normal? Wo ist denn meine... Was ist denn jetzt resistent gegen normal? Mew? Mew ist resistent gegen normal, aber Abra nicht? Schade. Ja, ist locker, schaffe ich das. Eigentlich ist das kein Problem. Es ist das gleiche Problem wie alle, dass sie ein dummes Kangama haben. Ja, Geist, aber mein Mew war doch vorhin auch resistent gegen Psycho und ich habe gegen normal und ich habe super gut... Nee, andersrum. Egal. Ich lern's nicht. Ist das Bond? Nee, das ist Darkness. Ist das Destiny Bond? Nee. Wer kann Lick? Frighten? Hallo Maurediven. Oh, Ghastly gegen Ghastly. Wer darf zuerst Frightenen? Er. Jetzt darf ich keine Trainerkarte einsetzen. Ich darf zum Beispiel Gust of Wind jetzt nicht einsetzen. Okay, soll ich einfach meinen Ghastly in Ruhe lassen? Mein Mewtwo? Oh, Psyblast ist jetzt nicht so gut. Aber ja, machen wir das und warten wir einfach. Wie der jetzt einfach schon Alpollo hat. Ich brauche mein Mew. Das ist okay. Danach würde ich gerne aufwachen, dass es mich nicht umbringt mit Traumfresser. Bitte jetzt aufwachen. Danke. Die Mewtwo-Sprites sehen hier alle. Mein Lieblings-Mewtwo macht mit 3 Energien einfach 50 Schaden. Und der Sprite ist auch richtig gut. Also die Karte ist richtig gut. Aber das Mewtwo ist auch okay. Das macht nur 30 Schaden. Und zwar jetzt. Ich werde wohl bei einem von 2 Attacken Kopfwürfeln. Yes! Oh, ich hätte jetzt das Mew gezogen. Oh, schade. Dann... Hinfort mit dir, Alpollo. Das ist das geile Mewtwo. Mit der geilen Attacke. Sieht ein bisschen aus, als hätte es kein Auge, aber ist okay. Nice. Ey, wie es einfach weak ist. Auf weak zu sein. Oh, das ist sein letztes Mon. Dann wäre es schön, wenn du jetzt kein Pokémon ziehst und ich irgendwie 10 mehr Schaden machen würde. Hm.
Bisschen wie Boo. Naja. Naja. Komm schon. Ich glaube, er hat keinen. Okay, okay, das ist okay. Also, es ist nicht okay, aber es ist okay. Es ist nicht okay. Aber. Komm schon. Er hat kein neues Pokémon auf die Bank getan. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach ein anderes Pokémon schnell rufen, das sicher Schaden macht. Das 10 Damage for each Energy Card attached to all of your opponent's Pokémon. Plus 10. Nee, nur 10. 10 Mal. Und das Ghastly hat 2. Kann ich dich retreaten? Oh ja. Und dann nehme ich dich. Oh mein Gott. Okay. Und dann das. Und das sollte 20 Schaden machen. Gewonnen. Geiles Dark Charizard. Geiles Shellock. Geiles Abra. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Süßes Abra. Vanish. Shuffle Abra into your deck. Okay. Was für eine unnötige Attacke. Warum sollte ich das machen wollen? Das ist einfach ein Rückzug, nur komplett. Flipper Coin, Effects, the defending Pokémon is now paralyzed. Das ist so die Abra-Attacke. Anscheinend hatte ich das Abra schon. Da ist noch ein geiles Mewtwo. Okay. Dann bist jetzt du dran. Was hast du denn für Bedingungen? I must ask you to follow my personal rule. Please do not include any trainer cards in your deck for our battle. Oh. Keine Trainer Cards. Das ist natürlich nervig, aber dafür werde ich so viele andere Karten haben. Mm-mm-mm. 15 Stück. Weg, weg, weg. 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 Das wird nervig. Okay. Dafür holen wir uns noch mehr Psycho. Und das neue Abra vielleicht. Dafür mehr Kadabra. Und mehr Drowsies oder mehr Hypnos? Mehr Hypnos. Dark Mind. Nightmare, Nightmare. Noch 4. Aber wir machen noch mehr von diesem geilen Mewtwo. Das hier. Das ist nicht so geil, wir nehmen das. Man kann echt nur 4 von einem Pokémon nehmen. Telekinesis ist halt echt eine geile Attacke. Und ich habe schon 4 Mews, die Mystery Attack. Dieses Neutralizing Shield ist halt echt gut. Dann halt noch normale Pokémon, die dann nerven. Wie zum Beispiel Rattata. Ich habe nur ein normales Rattata, das ist irgendwo anders. Und ein Rattata und ein Rattata. Okay. Los. Wahrscheinlich hat sie dann nur Trainerkarten, genau. Sie hat nur Schimpf. Gibt es Trainerkarten, die Schaden machen? Heidi, die sieht aber cool aus. Sie sieht aus wie Sabrina. Nur gelangweilter. Wenn es in dein Deck zurückgeht, ist auch jeder Schaden auf Abra weg. Okay, na gut. Na gut. Da haben wir schon unsere Drowsies. Wir schläfern jetzt den Gegner ein mit unserer coolen Fähigkeit. Die der Gegner vorhin nicht benutzt hat, komischerweise.
Oh, was für ein cooles Dratini. Warum hast du Dratini? Wo sind wir denn hier? So, wie ist jetzt diese Pokémon-Power? Long Distance Hypnosis. Schade. Ach, ich schlaf dafür ein? Okay, vielleicht ist das doch nicht so eine geile Power. Ich dachte, entweder er oder gar nicht. Aber entweder er oder ich. Okay, das ist natürlich scheiße. Wow. Dann machen wir das andere. Ready. Jetzt schlafe ich. Natürlich. Natürlich. Ich schlafe und jetzt bin ich paralysiert. Natürlich. Puppet Master, was war das? Clefairy, achso, das ist mit der Puppe. Der Muse Sprite vorhin war auch süß. Ja. Eine ganz besondere Karte, die kann nicht angegriffen werden von einem entwickelten Pokémon. Ich darf angreifen. Oh, Abram war auch. Ich darf nicht angreifen. Inzwischen ist es fast dunkel draußen. Ich kann bald mein Video aufnehmen. Und das Video, das Gen 7 Video, scheint so, als wird das wieder eine Stunde lang. Es sind wieder 16 Seiten, die ich geschrieben habe. Also vielleicht, ja. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, davor zu sagen, ach, in dem Video ist nichts passiert oder das ist die ganze Zeit nichts Wichtiges passiert und dann ist es doch wieder eine Stunde lang. Aber ich will mich auch 5 Minuten lang über die schlechte Story von Gen 7 aufregen. Vielleicht sollte ich die weglassen. Vielleicht schalten dann Leute aus, weil ich mich über Lilly aufrege. Aber sie hat es verdient. Man sollte sich über Lilly aufregen. Soll ich das rausmachen? So, mein Mega-Hypno. Hypno hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Hypno ist so ein cooles Pokémon. Was? Warum bin ich denn dauernd paralysiert? Die Story okay, ist aber trotzdem dein Video. Oh, danke schön. Oh, danke, wie gütig. Keine Pokémon-Story ist gut. Aber die fand ich... Also Lilly, also mich hat noch nie ein Charakter so aufgeregt wie Lilly. Selbst Hopp und Tali sind Witz gegen Lilly. Hilf mir, Leo. Hilf mir. Dreimal hintereinander paralysiert schon wieder. Hallo Bud Spencer. Hallo Gameboy-Land. Da ist das süße Mew, das mir gerade nichts bringt. Kannst du? Als es Paralyse ist, diese Münzwürfe sind so anstrengend. Und krass, Slowbro kann die Energie, die den Schaden verteilen. Yay, ich darf. Ich darf angreifen. Noch ein Kadabra. Aber immer noch keine Energie. Welche Story findest du besser? Gen 5 ohne den zweiten Teil oder Gen 7? Naja, Gen 5. Wenn ich sage, Gen 7 hat
ist das schlechteste Main-Game-Pokémon-Spiel, dann brauchst du nicht jetzt ewig viele Spiele aufzählen. Ich kann dir gleich sagen, Gen 7 wird immer verlieren. Die Verteilung hat keinen Sinn gemacht, Ratini. Das war dumm, den Schaden wegzutun, weil jetzt hat jemand anders Schaden, den du eigentlich hättest. Und du bist eh weg. Das war komisch. Aber jetzt ist mein Hypno leider weg. Ich finde ja, ich sollte normal Resistance haben. Danke. Jetzt. Moment. Du bist ein dummes Mauzi, was wahrscheinlich psychoresistent ist. Oh. Aber ist okay. Wir machen trotzdem 20 Schaden. Wölkchen ab in die Tasche. Ich wäre schon tausendmal vor der alten geflohen. Darkadabra kann die Mind-Attacke. Eieiei. Aber bis dahin ist es weg. Sagt er und saß 10 Minuten später immer noch am Mauzi. Weil es jetzt die ganze Zeit Kopf macht? Nein. Okay. Ein Gust of Wind. Will die anderen rausholen. Kannst nicht mehr gewinnen, Heidi. Ich finde, AI sollte aufgeben können. Es gibt halt immer eine Chance, noch zu gewinnen. Aber nicht hier. Außer du hast jetzt auch 3 Kangamas. Das war's. Außer es paralysiert mich. Hey, wer hätte es gedacht, dass in dem letzten Moment, wo der Gegner vielleicht noch eine Chance hat, auch tatsächlich, er wird jetzt noch dreimal... Oh Gott. Oh Gott. Ich könnte auch einfach jetzt zurückziehen und es killen, oder? Aber es macht nur 30. Aber warte mal, Abra, Weakness. Ist das Abra auch weak? Ja, okay. Retreat. Ach, ich kann nicht retreaten. Ach, Mann. Ah, okay. Ich sag's euch, die wird jetzt noch zweimal Kopf würfeln. Ich bin tot. Oder Lamus rufen und mich umbringen. Oh. Verdammt. Das war auch eine Möglichkeit. Oh, damn. Aber das macht nichts, denn ich habe Dark Kadabra, das doch bestimmt jetzt voll krassen Schaden macht, weil das Slowbro eine Weakness gegen Psycho hat und somit ich 60 Schaden mache. Moment, Mindshock ignoriert Schwäche und Resistenz. Ich dachte, es ignoriert nur Resistenz, aber es ignoriert auch Schwäche. Ich hätte das andere Kadabra nehmen sollen, das ich schon habe. Nein! Ich hab's doch gesagt. Schafft es wieder so krass hinauszuzögern, obwohl ich so viel bessere Karten habe. Oh mein Gott. Okay, dafür kann ich aber tatsächlich Schaden machen, weil das ist ein Kadabra, das Mindshock kann und Mindshock macht Schaden.
Slowbro! Slowbro saugt einfach den Schaden auf. Jetzt wird dieses Mausi zurückgezogen und irgendwas anderes wird wieder gerufen. Bitte ruf jetzt nicht dieses Kadabra. Oh, sie hat nicht Kadabra gerufen. Okay, ich habe gewonnen. Puh. Konnte sie das Kadabra nicht rufen? Hatte das Kadabra wahrscheinlich nicht genug Energie? Okay, okay, okay. Oh, Heidi traurig. Hm. Geiles Rasaf. Nein, 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 wir müssen den vierten noch besiegen. Ich will ihn noch nicht bekämpfen. Nein. Ah, Trophäe. Kampf. Was willst du? Ach, du willst was. I like to change the game. Resistance damage goes from minus 30 to minus 10. What? Okay, also Resistance macht jetzt nicht mehr minus 30, sondern minus 10. Okay. Das ist eher dein Problem als meins. Wenn du jetzt die gleichen hast wie die anderen. Mal schauen. Kühna, du bist ein Klibbe. Kevin, der sieht aus wie ein Kevin. Grr. Mew. Zu Kampf-Pokémon. Das ist nicht gut für dich, wenn du Kampf-Pokémon hast. Okay, ich dachte gerade, vielleicht habe ich irgendwas an den neuen Regeln nicht verstanden. Du bist eine Psycho-Arena. Aua, 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 aua. Kevin hat in der Trainerschule nie aufgepasst. Oh, Kevin. Wurde direkt hier engagiert von Team Rocket. Come on! Yes. Dann, wenn es wichtig ist. Jetzt kann es nicht zurückgezogen werden und dieses Nocturne ist gleich weg. Und er hat hoffentlich kein Pokémon auf der Bank. Doch hat er. Kadabra wäre schön. Moment, ich kann Kadabra gleich holen.
Nee. Hier, dieses Abra... Ist das dein letztes Pokémon? Nee. Come on, motherfucker, come on, yes. Winning. Achtzig. Kevin sieht schon ein bisschen traurig aus. Kevin versteht langsam, was passiert. Oh shit. Kick macht 30 Schaden? Macht nichts. Komm, wir holen sogar unser schwaches Abra raus, was fast. Wir geben ihm die Genugtuung des Wins. Kevin besiegt, zerstört. Die Regeln waren nicht sehr schwierig. Die Regeln haben es nicht schwieriger gemacht. Da ist es. Alle vier besiegt. Nicht wirklich Achievement wert. Soll halt sicher gehen, dass man alle besiegt und nicht nur die drei. Cooles Gengar. Cooles Dami. Das Bisaknoss habe ich noch nie gesehen. Das sieht auch cool aus. Fällt es hin? Ach, das rammt einen Baum? Was macht dieses Bisaknoss? Dieses Kikli hat einen sehr... Sieht aus, als ob das ein Relaxo ist, das ein Kikli-Bein hat. Oder ist das ein Kikli, das gegen Relaxo kämpft? Challenge. Nie gesehen. Warum war das so laut? Extra laut. Melly raidet heute extra laut. Dankeschön, Melly, für den Raid. Hallo. Wir haben gerade eine Trophäe bekommen. Sweet. Dann können wir jetzt gegen die Anführerin kämpfen. Dafür resette ich kurz. Mein Deck habe ich nicht verändert. Alles gut. Hallo Markost. Markost, hallo. Stimmt, es hat Kopfnuss gemacht. Hallo Danu. Muss lauter sein bei Melly, der Busmotor ist ja nicht so leise. Stimmt, alles mit eingerechnet. Herzlich willkommen, wir spielen TCG Teil 2 mit einem englischen Fanmod. Es gibt übrigens auch einen deutschen Fanmod, habe ich gesehen. Aber damit funktionieren die Achievements nicht. Und wir holen uns jetzt direkt noch ein Achievement, indem wir die Psycho-Arena machen. So, you've arrived. Ja. Was sind deine Extra-Regeln? Dass ihr zu zweit kämpft? Was? Wo
im Sinn? Achso, das ist, ist das der von den Top 4? Weil wir haben bisher nur drei Top 4 befreit. Das ist der vierte. Dann könnten wir alle Top 4 Karten uns holen. Das sind legendäre Karten. Was sind deine Bedingungen? Ich habe 333 Karten jetzt. I've been monitoring the way you duel with hidden cameras down below. I'm fairly certain you do not have the capacity to defeat me in battle. It's a whole different experience when you battle against me. Normally you discard a KO'd Pokémon and its energy cards. Under my rules, the discarded basic energy cards return to the hand. To the hand sogar. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Energiekarten, aber du auch. Also wir beide. Okay. Achso, nochmal. Nein. Yep. Okay. Die ist alt. Ich dachte, die ist voll sexy. Der Sprite sah so sexy aus. It is I, Claire. Der letzte Kampf für heute. Dann muss ich aufhören und mein Gen 7 Video aufnehmen. Süße Slowpoke. Wahrscheinlich dauert der Kampf jetzt 3 Stunden. Afternoon Nap. Let's go. Was heißt das? Was habe ich gemacht? Was ist passiert? Ich durfte eine Karte auf Fleckmon drauflegen? Und hab sie wieder verloren? Er hat zweimal Energy Removal gemacht? Warum hast du einen Kangama? Oh nein, sie hat das gemacht. Claire, sie! Hypno, let's go. Nochmal. Was steht da? Search your deck for an energy card and attach it to Slowpoke. Okay. Da wäre ein Mew gewesen. Als ob ich 10 Schaden mache. Du bist doch dieses blöde Kangama mit Resist. Mhm. Was macht man dann? Nix. Warten darauf, dass ich einen Lamus kriege. Die ist Meisterin darin, mir die Karten wegzunehmen. Aber das Witzige ist doch... Achso, aber wenn sie mit Trainer-Karten mir die Energien wegnimmt, dann gehen sie nicht in meinen... Das ist deine Strategie. Energiekarten gehen zurück in die Hand, aber nicht, wenn sie mit einer Trainer-Karte zerstört werden oder weggemacht werden. Das heißt, sie kriegt... Oh Gott, okay. Naja, ich kann eh nicht angreifen. Was für ein Mewtwo ist das eigentlich? Das ist geile Mewtwo, oder? Ja, das ist das Telekinese Mewtwo. Das ist das geile Mewtwo. Du hast keine Chance, Claire. Außer du besiegst dieses Mewtwo. Und wir haben wieder die Chance, dass hier die Karten ausgehen einfach. Kann ich dich retreaten? Nein. Wenn du dann ihre Pokémon besiegst, hast du die Karten immer noch. Genau, aber ich auch. Aber sie nimmt mir die ganze Zeit die Energien weg mit Trainerkarten. Das heißt, ich behalte nicht meine Energien. Okay, ich habe einen Switch. Okay. Ich sollte mir ein Traumato holen. Das wäre ewig nicht gekommen. Das war gut. Okay. Traumato.
Traumato, Energie auf Traumato. Kann es auch noch nicht entwickeln. Und ich, Trottel, hätte eigentlich die Energie auf Flagmon tun sollen. Mist. Nächste Runde. Oh, das süße Alpollo. Ah ne, ich wollte Switch einsetzen. Gott, ich bin so blöd. Okay, Drowsy, Hypno, Switch. Okay, entweder wir machen Switch auf Mewtwo, aber das ist besser, weil Mewtwo kann 30 Schaden auf alles machen. Dann machen wir das. Machen Telekinese und gehen auf Dark Haunter, weil der macht mir Angst. Macht aber leider keine Schwächeattacken. Stabile 30. Sie holt sich natürlich Gengar, was sie wahrscheinlich auch gleich einsetzt. Nein, aber sie nimmt mir Energie weg natürlich wieder, die ich nicht behalten darf. Ich habe jetzt Gust of Wind, aber ich habe keine Energie gezogen, die ich anwenden könnte. Unfassbar. Was ist nochmal Energy? Energy Spike. Flip a coin of heads, choose a basic energy card attached to one of your opponent's Pokémon and attach it to another of your opponent's Pokémon. Also ich kann einfach dieses Kangama eine Energie wegnehmen. Nope. Das Kangama soll nicht Komet Punch lernen. Super Energy Removal, es reicht! Oh, du Sack, die ist echt darauf, die ist darauf programmiert, Energie wegzunehmen. Krass. Also richtig, also. Ich hab kein... Okay, dann gehe ich halt auf Hypno wieder und mache jetzt meinen geilen Mindshock. Oh Gott, es kann gleich Komet Punch. Oh nein. Oh nein, es kann Komet Punch. Ah, die hat die Mew-Coin, die ich danach kriege. Hoho, Loser. Hoho. Null. Ja, ich trainiere wieder bei Mewtwo. Kann ich nicht bei dem Gegner nachschauen? Du bist nicht tot. Du hast eine Resist. Du Weakness. Du wärst... Aber Mind, meine Mind-Attacke macht ja keine Weakness. Egal, wir bleiben hier weiter bei Kangaskhan. Die einzige Chance ist zu besiegen mit unserer Mindshock-Attacke, bis die wieder super Energie absaugen macht. Nice. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Nein. So, jetzt nehme ich dir aber wirklich diese Energie weg, die du da hast. Komm schon. Alter, die hat noch nie funktioniert, die Attacke. Bitte mach jetzt nicht wieder 3 Komet Punches, oh Gott. Okay. I live. I survive. Das ist die Frage, bringe ich jetzt... Ich meine, ich habe danach Gust of Wind. Ich habe halt Angst, dass wenn ich dieses Kangama jetzt besiege, dann ruft sie wahrscheinlich Gengar. If heads, your opponent shuffles a random bench Pokémon and all cards attached to it into his or her deck. Check ich nicht so genau. Okay, dieses Gengar ist weird. Ich habe Angst vor dem. Deswegen überlege ich gerade, wenn ich... Aber Dark Gengar kann ich nicht killen mit meiner Attacke. Sie nimmt auf jeden Fall Dark Gengar. Aber ich kann es sowieso nicht killen. Hm.
Ich könnte ein anderes Pokémon jetzt einwechseln. Ein Kangama. Ja. Ich könnte ein anderes Pokémon einwechseln. So wie Slowpoke, was mir nicht wirklich wehtun kann. Retreat 1. Okay, also das da. Und dann kann ich Kangama von der Bench aus töten. Und dann kann sie Dark Gengar noch nicht rufen. Also kann sie, wenn sie will. Vielleicht tut sie es aber nicht. Okay, das ist die Strat Slowpoke. Dann Telekinese, Kangama, Dai. Das ist das erste erst gewesen, oh Gott. Und dann... macht sie schon wieder super... Was? Was geschieht? Super Energy Removal? Und Mewtwo hat alle verloren. Zwei verloren. Schade. Okay, aber was ist genau passiert? Weil... Once during your turn, you may choose to have all damage counters on your opponent's Pokémon randomly rearranged. Dieses Gengar kann einfach den Schaden von meinen Pokémon verteilen, was null gebracht hat gerade. Ich hatte keinen Schaden. Komm, jetzt nimm ihm diese... Ich will jetzt mal eine Energie wegnehmen. Oh mein Gott! Nimm ihm die Energie weg. Nein, jetzt lass doch mal mein Mewtwo in Ruhe. Ah. Okay, wir haben das krassere Mewtwo. Ich krieg keine Energie, ich krieg keine Energie. Ich geh drauf. Ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Regel dafür sorgt, dass ich die ganze Zeit keine Energie habe. Aber tut sie auch nicht. Was dafür sorgt, dass ich keine Energie habe, sind ihre 20 Energy Removal Cards. Was für eine miese Taktik. Nimm jetzt sie weg. Yes. Kannst du ja auch Gengar wegtun. Die hat genug. Die wird dem Slowpoke einfach jetzt wieder eine Energie geben. Was ging das? Achso, jemand anderem geben. Ich wünschte, ich könnte die nehmen einfach. Ja, Slackman hat wieder eins, macht Headbutt und killt mein Mewtwo einfach. Aber okay, okay. Wir haben quasi Gleichstand, alles ist gut. Ich hätte gerne. Jetzt kannst du Spacing Out. Was macht das? Was macht Spacing Out? Hätte ich das andere Fleckmon nehmen sollen? Flipper Coin Effects Remove a Damage Counter from Slowpoke. Okay, wir nehmen das ja auch einfach nur, um es für Lamus vorzubereiten. Dieses Fleckmon schläft zu süß. Okay. Ich kann mich gar nicht heilen, okay. Wie viele Karten brauche ich für Slowbro? Nur zwei, ne? Ja. Ich kann es eigentlich jetzt schon entwickeln. Dann kann ich nämlich jetzt... Aber das bringt gar nicht. Ich kann jetzt Energie auf Lamus drauflegen. Schaden. Was, ich nicht tun sollte. Kannst du aufhören, mir Energie... Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Warum hat sie meinen Lamus ausgewählt? Komm schon. Yes. Ich glaube, dieses Gengar ist einfach nur dafür da, auf der Bank zu chillen und nie anzugreifen, sondern mich nur abzufacken. Ich check das Abfacke aber nicht, weil eigentlich soll das Gengar dafür da sein, um meinen Schaden zu verteilen, aber das tut es die ganze Zeit nicht.
dann bereiten wir mal... Ah doch, dieses Mio hat auf einmal Schaden. Dieses Mio sollte keinen Schaden haben. Irgendwie hat... Hatte mein Slowbro mehr als einen Schaden? Irgendwie hat, glaube ich, Gengar hat gerade dem Slowbro Schaden weggenommen und Mio gegeben. Ja, hat es. Ich überleg gerade, ob... Solange Slowbro noch keinen Schaden... Ich krieg jetzt keinen Schaden. Und dann erst in der Runde danach... Ah, kompliziert. Es machen so viele Dinge keinen Sinn. Doch. Du darfst es nur nicht mit normal Pokémon vergleichen. Das sind halt alles hier eigene Regeln. Ja, es hat wieder meinem Slowbro einfach jetzt weggenommen und meinem Mew gegeben. Mein Mew ist fast tot. Schaden macht die Attacke von Alpollo? Also 30? Oh, verdammt. Dann hole ich jetzt dieses Mew, weil diesem Mew kannst du nicht wehtun. Weil du bist in Entwicklung. Haha. Und ich sollte mir... Habe ich nicht ein Abra? Ich sollte mir ein Kadabra aus dem Deck holen. Aber vielleicht das Dark Kadabra? Nee. Schon das hier. Läuft. Ich reihe die Regeln halt null, aber Zuckung ist trotzdem entspannt. Ich meine, ihr könnt mich fragen, was ihr an den Regeln nicht versteht. Was gefällt euch denn nicht? Das Gengar hat gerade meinem Mew wieder Schaden weggenommen und einem anderen gegeben. Welchen? Dem fetten Mewtwo. Okay, das kannst du machen. Soll ich das Pokémon wechseln, das er hat? Und endlich mal dieses Gengar versuchen zu besiegen, weil Gengar kann mich auch nicht angreifen. Aber er kann Gengar zurückrufen. Sie kann das dann zurückrufen. Ich hol mal Gengar. Dieses Gengar kann mir nicht wehtun und vielleicht besiege ich es endlich mal so. Es ist so chaotisch und schnell und ihre Nase ist so lang. Ja, das mit dem Schnell verstehe ich. Wenn man das nicht selber spielt, dann weiß ja nicht, wo du hingucken musst. Und ich gucke halt dahin, wo ich schon weiß, wo ich hingucken will und so. Bin fort mit dir, Gengar. Eine komische Taktik. Sie hat Garbage Run gemacht. Das hat sie noch mehr Psycho-Energie. Mein Kadabra ist ready. Aber mein Mew ist noch so viel readier. Weil es einfach keinen Schaden kriegen kann. Dieses Mew ist krank. Du darfst es noch nicht am Anfang einsetzen, sondern später. Und meine Kopfwürfe sind auch gerade krank. Gengar ist weg. Kadabra ist ready. Mewtwo ist auch gleich ready. So, was wird jetzt gerufen? Ist sie jetzt so klug und macht nicht das Alpollo? Weil das Alpollo kann mir auch nicht wehtun. Ruft sie jetzt irgendwas Langweiliges, dass sie das Mew umbringen kann? Oder checkt die AI das nicht? Sie hat etwas Langweiliges gerufen, um mich jetzt abzuschlecken. Ja, das ist blöd. Lick. Ja, Lick macht mir halt einfach 20 Schaden und ich bin paralysiert. Und somit bringt dieses Nebulak mich um. Sie ist klug. Sie checkt, dass das Mew... Ja. Die sind echt nicht schlecht programmiert, die Viecher. Die Gegner, die Viecher. Okay, dieses Mewtwo ist... Warte mal.
noch eins. Soll ich jetzt retreaten? Aber ich kann nicht retreaten, weil ich paralysiert bin. Das Mew muss draufgehen. Yep. Aber es sieht gut aus. Wir können locker gewinnen noch. Außer jetzt kommt wieder sowas wie Kangama oder... Wieder ein Gengar? Die hat diesen krassen Züchter benutzt, wodurch eine Evolution übersprungen wird. Oh, du kannst mir jetzt nicht wehtun. Oh mein Gott, sie kann mir nicht wehtun. Sie war dumm. Das Nebulok... Ich habe die AI gerade gelobt. Und jetzt war sie so dumm und hat einfach... ...einen Gengar draus gemacht, was mir nicht wehtun kann. Auf der anderen Seite will ich jetzt nicht wieder 7-mal Psyshock machen. Aber was bleibt mir denn übrig? Retreaten? Und dann kann ich ihm 50 Schaden machen, aber dann lebt's noch und dann bringt's mich sofort um. Wobei, Gengar kann ich wirklich Schaden machen. Ich check die Attacke nicht. Flipper Coin, if heads, your opponent, ich, shuffle a random bench Pokémon and all cards attached to it into his or her deck. Das ist schon mies. Weil diese Attacke sorgt einfach dafür, dass dieses Gengar ein benched Pokémon. Das heißt, wenn ich meinen Mew hier lasse, kann es dafür sorgen, dass dieses Kadabra oder dieses Mewtwo einfach in meinen Stapel verschwindet. Mit allen Energien. Das heißt, ich sollte jetzt Kadabra oder Mewtwo holen, damit es eben nicht verschwinden kann. Weil Gengar kann dem Pokémon, was auf dem Feld ist, nichts anhaben. Schon krass, dieses Gengar ist nur gut auf der Bank. Warum hat die einen Gengar draus gemacht? Das war voll dumm. Okay, dann mache ich aber jetzt Retreat Mewtwo, weil es mehr Leben hat. Und Super Psy. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie nicht sterbe. Sie hat sich selbst outplayed. Ja, mit dem Alpollo hätte sie mir so viel mehr angetan. Sie hat noch einen Gengar. Sie hat zwei Gengars gerade. Sie hat mir sogar den Schaden weggenommen. Und wem gegeben? Mew. Und Mew... Was? Dem anderen Mewtwo? Ich habe zwei Mewtwos? Anscheinend. Aber das macht mir nichts. Aber wahrscheinlich wird sie jetzt das krasse Kadabra rufen, was mir 60 Schaden machen wird. Aber ich überlebe das. Und das Alpollo überlebt leider auch. Weil es 60 hat und nicht 50. Warum hat sie denn jetzt ein Mr. Mime? Ja, das macht jetzt einfach... Boah, knapp. Hätte sie mir vorhin nicht die KP weggenommen, wäre das Mewtwo jetzt tot gewesen. Die ist irgendwie komisch. Ich kann ja nichts Gescheites machen. Ich meine, ich könnte es zurückrufen und mein Kadabra holen. Aber dann verschwende ich 3 Energien. Das passt schon. Ich hab's gleich. Jetzt könnte ich wieder Mew holen, weil es kann meinem Mew nicht wehtun. Es ist so geil, dieses Mew. Dieses Mew ist so geil, aber es überlebt eh nicht. Aber sie wird jetzt wahrscheinlich nicht Gengar rufen, wenn, dann ist sie ultra dumm. Dieses Gengar könnte mir auch nicht wehtun. Sie ruft Gengar? Das Gengar kann mir nicht wehtun. Aber es kann jetzt diese komische Push-Attacke machen und mein Kadabra auflösen. Oh, sie nimmt meinem Kadabra die ganze Energie weg. Push aside. Was pushst du aside? Kadabra. Ja, sie hat meinen Kadabra wieder ins Deck reingemacht. Deswegen hast du das gemacht.
Okay, aber du kannst meinem Mew nicht wehtun. Das zählte nicht als... Zählte das als K.O.? Nein. Ich mache jetzt so lang mit Mew-Attacken, bis mein Mewtwo angreifen kann. Beziehungsweise bis mein Mewtwo es killt, dann habe ich gewonnen. Oder ich ziehe es mit Mew durch. Was für ein komischer Kampf. Ihre Karten sind echt gemein gewesen. So, mein Mewtwo kann jetzt 30 Schaden machen. Sie pusht schon wieder, was ist seit. Ah, jetzt pusht sie. Hat nicht geklappt. Also sie will mein Mewtwo wegpushen. Ist okay. Wir haben noch genug anderes Zeug. Und solange du deinen Gengar nicht zurückrufst, was sie gleich machen könnte, habe ich gleich gewonnen. Eigentlich sollte sie, aber solange es paralysiert ist, geht's nicht. Aber eigentlich sollte sie das Gengar gleich zurückrufen, um zu überleben. Sie hat aufgegeben? Nein, sie hat keine Karten mehr. Cards im Deck 0. Tja. Da hat jemand wohl zu viel diese komischen Fähigkeiten eingesetzt. Das ist mein erster Win wegen sowas, dass sie keine Karten mehr hat. Was eigentlich gemein ist. Eigentlich sollte sie noch... Ich finde, man sollte so lange weiterspielen können, bis man keine Karte mehr auf der Hand hat. Weil warum sollte sie verlieren, weil sie keine Karte mehr ziehen kann? Man kriegt halt keine Karten mehr. Rocket's Trap. Ich glaube, die ist neu. Das ist eine verfluchte Karte. Dieses Onyx ist... Ich weiß nicht, was das sein soll. Schreckliche Karte. Dieses Enteron ist episch. Oh. Das ist süß. Dizziness. Diese Scharniere ist so cute. Was machen sie mit dem Arm? Ach, das ist die Sleep-Karte. Und da ist es, die Mew-Coin. Sollen wir die jetzt nehmen? Ich habe die ganze Zeit Simsal ausgerüstet. Wir könnten mal... Oder das Enteron? Oder das Surprise Pikachu Face. I'm Grandmaster Rod. I was waiting for you to win your way here. Ja, du bist Top 4. Großartig. Oh! Dragonite. Süßes Dragonite. Special Delivery. Once during your turn, you may draw a card. Flip a coin, if Tails is attacked, does nothing. 50-50, 60 Schaden. Okay. Muss einmal speichern. Also eigentlich lief alles ganz gut, bis auf diese Challenge-Ding, wo ich gegen... Wie hieß er? Ich habe schon wieder vergessen. Dieses kleine Kind. Ich verloren habe. Ah, wir sind ja noch gar nicht durch. Ich muss jetzt noch Colorless schaffen. Das könnte schwierig sein. Colorless, da muss ich mit einem Kampfdeck haben oder so. Es gibt halt auch Colorless-Pokémon, die kampfresistent sind. Macht jetzt Ishihara was? Nein. Okay, das heißt, wir machen nächstes Mal den Colorless-Altar, der crazy aussieht. Aber wir haben heute viel geschafft. Bald habe ich es durch und dann muss ich crazy Sachen machen, um alle Achievements zu haben. Aber wir haben... Wie viel haben wir denn? Ein bisschen mehr als die Hälfte? Wo steht es?
Steht es irgendwo? Ich blind? Blind. Steht nirgends. Bisschen mehr als die Hälfte, oder? Ja, Hälfte. Halt, ich wollte die Coin noch ändern. Die Janera-Coin ist auch witzig, wobei das ist die Standard-Coin. Eigentlich ist, wenn dann witzig, die Pummeluff-Coin. Die Mew ist halt süß. Anton ist süß. Aber Surprise Pikachu. Ich nehme Anton. Wobei es nicht passt. Eigentlich sollte man sich freuen über Kopf. Und dann macht so, oh. Okay, that's it. Wie weit bist du mit General 7? Ich habe heute Mittag das Video nicht aufgenommen, weil es mich genervt hat, dass da das Licht durchgeschienen ist. Aber jetzt ist es dunkel, jetzt nehme ich das Video auf. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob ich nicht vielleicht doch diesen Teil weglassen soll, wo ich mich über Gen 7 beschwere. Aber ich versuche mich einfach nur schnell zu beschweren. Wie würde der englische Megastein für Dragonite heißen? Dragonite. Einfach nur Dragonite. Dragonite tonight. Drag these nuts tonight. Lass den ganzen Hate raus, we feel you. Nee, ich will... Nee. Es ist ja echt nicht so schlimm, wie ich gesagt, also wie ich dachte, Gen 7. Aber es war trotzdem jetzt nicht so prickelnd. Okay. Schluss, aus, vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Heute nehme ich das Gen 7 Video auf und fange schon an, es zu schneiden. Und ich hoffe, nächste Woche kann ich es rausbringen. Ich werde am Wochenende versuchen, ganz viel dafür zu machen. Es sollte nicht so aufwendig sein diesmal. Wird er jemals seine Cap abnehmen? Wollt ihr Outro? Okay. Tschüss! Bis morgen.